Herren, herzlich willkommen zu Schlag den Raab. Live aus Köln. Und hier ist Ihr Spielleiter, Matthias Obtenhöfel. Guten Abend. Hallo zusammen. Vielen Dank. Dankeschön. Das ist sehr nett. Vielen Dank. Schönen guten Abend zur ersten Schlag den Raab im neuen Jahr. Hallöchen. Ja, da sind wir schon wieder. Das ist nett. Dankeschön. Gerade mal 4 Wochen ist es her. Da hat Stefan Raab seine höchste Niederlage überhaupt kassiert. Heute hat er die Chance auf Wiedergutmachung. Und unsere Kandidaten, die haben heute die Chance auf 500.000 Euro. So sieht's mal aus. Wie immer entscheiden Sie zu Hause, wer dieses sympathische Köfferchen eventuell mit nach Hause nehmen kann. Dazu später mehr. Jetzt erstmal zu dem Mann, der in der letzten Sendung dein Waterloo erlebt hat. Aber angeschossene Tiere sind am gefährlichsten. Es war die schlimmste Niederlage seiner Karriere. Sein vollschlanker Gegner düpierte ihn wie einen Schuljungen. Am Ende hatte er nur 3 Spiele für sich entschieden. Das hat ihn gefuchst. Bin sauer auf mich heute. Dieser Abend hat ihn nicht mehr losgelassen, verfolgte ihn im Schlaf und steigerte sich schließlich in selbstzerstörerische Fantasien. Abhilfe kam mit dem Fest der Liebe. Sie fanden ihn zu Hause und peppelten ihn auf, bis er sich endlich wieder selbst mochte. Jetzt ist er besser als je zuvor. Hier ist die Wiedergeburt des Superfighters. Auferstanden aus Ruinen, hier Stefan, The Phoenix Ra! Vielen Dank. Sehr freundlich. Hier ist Dien. Hallo Dien. Servus. Das ist Stefan. Servus Stefan. Dien. Jetzt strahlst du, ne? Ja, auf jetzt jeden strahlst Fall. Du und völlig zu Recht. Ja, du hast heute die Zähne putzen. Ja, selbstverständlich. Also, ich habe einiges mit euch vor. Maximal 15 Spiele. Die sind natürlich wie immer in ihrer Wertigkeit steigen. Das heißt, fürs erste Spiel 1 Punkt, fürs zweite Spiel 2, fürs dritte 3 und so weiter bis rauf zu Spiel 15. Dafür 15 Punkte. Rechnet man alles zusammen, kommt man auf eine Gesamtpunktzahl von 120. Die Hälfte ist 60. Wer also heute Abend als erstes 61 Punkte hat, der hat diesen Abend gewonnen und geht mit 500.000 nach Hause. Dien. Sollte das allerdings Stefan sein, dann spielen wir am 2. April um 500.000 Euro. Und so könnte dieser Abend theoretisch verlaufen. Hier ist unsere Anzeigentafel, die werdet ihr öfter sehen heute Abend. Also Dien gewinnt zum Beispiel das erste Spiel, Stefan das zweite, Dien das dritte, Stefan das vierte und so weiter und so fort. Immer schön abwechselnd. Ja, beim letzten Mal hat Stefan, glaube ich, nur 3 gewonnen, ne? Ja, dummerweise. Aber das aber hinten soll heute raus anders sein. Definitiv. Er hat sich einiges vorgenommen, das weißt du, Dien, ne? Ja. Keine Angst. Ist ja egal, ne? Ja, ja, so ist gut. Immer schön selbstbewusst rangehen. Irgendwann ist folgende Situation, hier zum Beispiel. 49 Punkte Dien vor Spiel 14. Spiel 14 ist also ein sogenanntes Matchballspiel, denn du könntest, wenn du das gewinnen solltest, wie viele Punkte erreichen? 49 plus 14? Okay. 63. Sehr gut. Ja, Rechenaufgaben, Spiel 1 gleich, meine Damen und Herren. Nehmt ruhig Platz. Ja. Ihr... So.
könnt euch ein wenig ausruhen, denn wir stellen jetzt zwei Menschen vor, die auch lebenswichtig sind für diese Show. Das ist zum einen unser Notar, Dr. Richard Böhr. Schönen guten Abend, Herr Dr. Böhr. Hallo und schönen guten Abend, Herr Obtenhöfe. Wir machen es wie immer, wenn irgendwas ist, Sie rufen an und ich stoppe hier alle Maschinen, okay? Ich passe oben auf, wir machen es wie immer. Super. Spitzenkrawatte übrigens. Herr Dr. Böhr, vielen Dank. Und Buschi ist auch wieder da, unser Kommentator Frank Buschmann. Ja, hallöchen. Schönen guten Abend auch hier aus der Kommentatorenbox. Und das wird heute sicherlich eine der interessantesten Schlag-den-Raab-Sendungen, denn es werden viele Witze drüber gemacht. Aber Raab war grottenschlecht in der letzten Sendung und das geht ihm unter die Haut, da bin ich mir ganz sicher. Das wird jetzt alles so ein bisschen abgebügelt. Vielleicht erhöht das aber auch den Druck auf ihn. Und da freue ich mich drauf wie ein Schnitzel. Ab die wilde Fahrt. Okay, vielen Dank, Buschi. Und jetzt gehen wir mal rüber. Zur besseren Hälfte. Hallo. Hallo. Und, nervös? Sehr. Wer von euch hat denn so laut geschrien eben als dieses Mal? Du, ne? Ich wohl gewesen sein. Wahnsinn. Ich glaube, niemand freut sich mehr für seinen Bruder als ich. Das glaube ich. Mann, ja. Du bist aber auch so ein Tier. Das ist ja unfassbar. Wir essen gut. Das liegt in der Familie. Und was gibt's, wenn er was gewinnt? Ein Schnitzel und noch... Wir sind reine Barbecue-Leute, also es wird direkt gegrillt. Sehr gut. Also ihr drückt die Daumen. Toi, toi, toi für euch. Haltet durch. Das wird auch für euch eine Qual. Weil es sehr, sehr spannend wird. Es geht um 500.000 Euro, kommt nach vorne. Und der Kampf um diese sympathische Summe, die beginnt. Ball halten. Ball halten. Ein Spiel, das uns Felix Magath vorgeschlagen hat. Ein 7 Kilo Medizinball. Müsst ihr... Nicht direkt zu anfangen. Doch, doch. Wir wollen deinen Strip sehen. So, erstmal Jacke weg. Ja, natürlich. Zwischen den Füßen müsst ihr diesen Ball halten. Auf dieser Bank dürft ihr Platz nehmen. Nur zwischen die Füße klemmen. Auf mein Kommando die Beine anheben, dann werden die Boxen weggerollt. Und dann gewinnt derjenige, der diesen Ball länger halten kann. Länger halten heißt, Ball und Körper dürfen nicht den Boden berühren. Die Hände sind natürlich auch nicht erlaubt. Die dürft ihr natürlich hier zum Abstützen auf der Bank benutzen. Ja, sind sie im Aber Kilo. Sonst ist alles erlaubt? Zwischen, nur zwischen die Füße. Ne? Ja. So, die sollen nicht hochheben, nicht hier drauf. Wie? Nicht hier drauflegen. Zwischen die Füße heißt nicht auf den Füßen. Zwischen die Füße. Ja. Das heißt, ich darf den nicht irgendwie mehr so Nein, oder so? Nein, zwischen die Füße so? Heißt so. Zwischen die Füße. So, genau. Und auf mein Kommando gleich hoch, Box weg. Na, warte mal. Und dann geht's los. Ich muss erst mal gucken hier. So. Darf ich, ich richtig auch rein? Nein, richtig. Ja, guck mal, was hast du denn gerade gemacht? Nein. Was meint er, warum wir diese Box hier zusammengeklöppelt haben? Ich hab Stefan nur nachgemacht. Ja, ja, eben. Aber der darf's auch nicht und du auch nicht. Boah. Ja. Das tut jetzt schon weh. Was? Sehr schön. Mal sehen, was das Barbecue gebracht hat hier, ne? Ihr seid bereit? Bereit. Moment, Moment. Oh, ich kann schon jetzt nicht mehr. Ah, das ist gut. Okay. Auf die Plätze, fertig, los und Füße hoch. So. Und das geht auf die Adduktoren. Und auf die Bauchmuskulatur. Wer ist da wohl Favorit? Bei dir sieht das noch sehr ruhig aus. Das kann allerdings täuschen. Bei, ja, voll konzentriert bei Raab. Oh. Hat was von Yoga. So, da ist Bewegung bei Ra. Bei Dian ist es noch sehr, sehr ruhig. Wir sind übrigens schon bei 50 Sekunden jetzt. Glauben Sie mir, vor allem die Adduktoren und der Waschbrettbauch sind da gefordert. Falls vorhanden. Oh, jetzt zittert es bei Raab.
Ja, das sieht... Na, ich halte mich zurück. Aber es sieht so aus, als würde er gleich fallen. Ja, er drückt der schon. Der geht weg! Ja. Ja. Ich glaube... Das war knapp. Ein Fotofinish! Ganz knapp früher bei Raben. Ein Fotofinish! Und nein. Jetzt, hier ist die Wiederholung. Ja! Yeah. Gut gekämpft. Hast du euch spannend gemacht. Ein ganz enges, ein Kiste, ganz enges Kiste. Höschen, aber das ist der erste Punkt für Dien, meine Damen und Herren. Kommt nach hinten. Mann. Und morgen gibt's Muskelkater anstellen, die nur gedacht, euer Waschlappen kennt. Dass ich das so lange durchhalte gegen dich. Ich auch nicht. So dass eng. Du es so lange durchhältst. Ja. Mann, eine Minute, sehr gut. Puh. Erster Punkt für Dien und das ist Spiel Nummer 2. Augen. Ich zeige euch die Augen, und zwar nur die Augen eines Prominenten, und ihr sagt mir, wer das ist. Vor- und Zuname bitte. Wer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, um seine Antwort zu geben. Vor- und Zuname, richtig. Ja, das so wäre in etwa schön. Etwa reicht nicht, ne? Nee, Vor- und Zuname, richtig. Bei richtiger Antwort bekommt ihr einen Punkt, bei falscher Antwort bekommt der Gegner einen Punkt. Und die Augen sind aus dem Spiel, also hier kein Abstauber möglich. Wer als erster 7 Punkte hat, der gewinnt dieses Spiel. Wir machen mal ein Beispiel. Wessen Augen sind das? Das ist Lena. Lena müsste das sein. Ja, mit Nachnamen aber. Maya Landrut. Ja, so, ja, das war aber ganz knapp. Das war ganz knapp. Die hat aber keinen Nachnamen mehr seit... Seit du ihn weggekauft hast. Nee, genau. Lena Meyer Landrut. So, das wäre die richtige Antwort gewesen. Wäre dein Punkt, Stefan, war nur ein Beispiel. Ihr habt alles verstanden? Ja. Jo. Gut, es geht los. Unser erster Prominenter. Wessen Augen sind... Stefan? Angela Merkel. Angela Merkel. Ja, das ist ganz klar. Ist es Angela Merkel? Es ist Angela Merkel. Können diese Augen lügen? 1:0 für Stefan. Und der nächste Promi. Wessen Augen sind das? Jürgen Klinsmann. Boah. Jürgen Klinsmann, sagt Stefan. Wir schauen mal. Ja. Nicht ganz. Zwar genauso schön, aber der Punkt für Dien. 1:1. Ach so, wenn man falsch macht, kriegt der andere auch noch einen Punkt. Ja, so sieht's aus. Gut. Nächster, das ist ja doch gar nicht so Promi. Dien ist schneller. Jogi Löw. Jogi Löw. Ja. Ja, warst du mit Klinsmann ein bisschen schnell. 2:1 für... Wie viele Punkte geht es um 7? 7. Okay. Nächster Prominenter. Wer ist denn das? Putin. Wladimir Putin. Stefan sagt, das ist Wladimir Putin. Und er hat recht. Gibt's doch nicht. Russischer Ministerpräsident und oben ohne Model in Russland, Wladimir Putin, 2:2. Sehr gut, beide bisher. Hier ist der nächste Promi. Lass das Pult stehen, Stefan. Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Ich sag Sylvester Stallone. Ah. Gibt's doch nicht. Punkt für Dien. Ja, aber guck mal, der Nicolas Sarkozy. Ja. Gut, das Auge, eine Auge hängt ein bisschen. Ja,
Diese halbseitige Gesichtslähmung bei Sylvester Stallone hat ihn eigentlich verraten. Guck mal, 3-2. Hast du es gewusst? Ja. Natürlich. Ist ja eigentlich wurscht, weil du hast den Punkt natürlich. Ja sowieso. Er hat den Punkt sowieso. Sarkozy war es nicht, sondern Sylvester Stallone. Sind beide nur 1,40. Ah, weiter Mann. Geht's. Wessen Augen sind das? Boah, das ist ja jetzt echt gefährlich. Wollt ihr nicht? Dion setzt sich. Ich habe eine Vermutung, aber das... Aber du lagst schon zweimal falsch. Also traust du dich? Sonst löse ich auf. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich drücke nicht, aber ich glaube, ich weiß, okay. Was es ist. Wir schauen mal. Maybrit Illner vielleicht. Ja, hättest du mal gedrückt. Ist echt... Aber das ist echt... 3-2 nach wie für Dion. Und weiter geht's mit diesem Promi. Stefan? Mickey Maus. Mickey Maus? Ich hoffe, die ist jetzt nicht Mickey Maus. Oder Minnie Maus? Nee. Nein, es ist Mickey Maus. Boah, ja, das ist natürlich. Da kannst du dich natürlich erwischen mit Minnie Maus. Das ist richtig. Ja. Und der nächste. 3-3. Wolfgang Overath. Wolfgang Overath. Fast. Wird zu 3 für Dion. Das gibt's doch gar nicht. Wir lassen auch aber Benedikt der 16. Da möchte ich echt mal im Vergleich die Augen von Wolfgang Overath zu sehen. Ich weiß, für dich ist das auch ein Heiliger, aber es war eigentlich der Papst. Ja? Ich drücke leider immer bei den Falschen. Das ist richtig. Ich sehe jetzt 4-3 für Mann. Dion. Dion lehne ich zurück, er macht das schon für dich. Nächster Promi. Mesut Özil. Stefan sagt Mesut Özil. Und das stimmt. Ausgleich 4-4. So, wenn jetzt noch Karl Dall bringt, dann habe ich wieder einen Punkt. 4-4, wer als erstes 7 Punkte hat, gewinnt. Und wir haben noch ein paar Äuglein. Ruhe im Publikum, die schaffen das alleine. Kate Middleton. Kate Middleton. Nein. Da gibt es schon sehr viele Neins im Publikum. Angelina Jolie. Ich soll nicht die so wenigen gehen. Körperstellen, die nicht tätowiert sind von ihr. 5-4 für Dien. 2 Punkte noch für Dien, 3 für Stefan. Und hier sind die nächsten Augenpaare. Wer ist das? Barack Obama. Barack Obama. Ja. Barack Obama. Ich dachte, ich hatte schon Angst, du sagst Farid Mondragon. Ne? Ja. 5-5. Ausgleich wieder. Oh. Dien, du musst auch mal selber die Punkte machen, nicht immer von mir die nehmen. Ja, mach das schon du ganz bist gut. Einfach zu schnell für mich. 5-5. Ja. Hier dann noch 2 Punkte. Die nächsten Augen. Bastian Schweinsteiger. Yes! Wollte ich mal nicht zu früh. Stimmt aber. Bastian Schweinsteiger. Die Führung für Stefan. 6-5. Beim nächsten Punkt hat Stefan dieses Spiel gewonnen. Und wir machen weiter mit diesen prominenten Augen. Rainer Dien. Kallmund. Rainer Kallmund. Nee, aber... Es ist Herbert Grönemeyer, das ist der Sieg für Stefan.
für Stefan. Hast du gewusst? Das ist lustig. Ja, eigentlich gewusst. Aber es ist echt ein lustiges Spiel. Man, manchmal ist man sich hundertprozentig sicher und dann stimmt es. Und manchmal ist man sich hundertprozentig sicher und es stimmt nicht. Aber Wolfgang Overath und der Papst haben die gleichen Augen, das schwöre ich. Das möchte ich, das überprüfe ich. Beide haben auch. Das machen wir am Montag bei TV Total. Vergleichen wir die Augen von Wolfgang Overath und vom Papst und tauschen die aus, hin und her, vor und zurück. Und ja, dann werden wir es ja sehen. Ich hoffe, dass beide da sind. Gut, also das ist der erste Sieg für Stefan am heutigen Abend. 2:1 geht er in Führung. Oh, Stefan führt gegen Dian und das ist Spiel Nummer 3. Fußball-Tennis. Oh, die Freude ist ganz groß bei euch. Da spielen wir nach einer ganz kurzen Pause. Und ja, warm machen ist ganz wichtig. Wir sind zurück bei Schlag den Raab. Dian gegen Stefan um 500.000 Euro heute Abend. Und wir spielen Spiel Nummer 3 und das ist Fußballtennis. Hans-Jürgen Bayer ist bei uns. Hallo. Schiedsrichter heute Abend. Herzlich willkommen mit seinen Kollegen Michael und Heinz. Und jetzt zu den Regeln. Der Ball muss immer über das Netz gespielt werden. Das wird euch überraschen. Der Ball darf im eigenen Feld nur einmal den Boden berühren. Selbst hochhalten ist unbegrenzt erlaubt. Ah, okay. Das fragst du nicht ernsthaft, oder? Ja, das ist meine Stärke. Ja. Der Ball darf nicht mit der Hand gespielt werden. Die Angabe erfolgt aus dem eigenen Feld heraus immer abwechselnd. Wir machen das aus der Hand, wenn man will, oder auch einmal auftitschen und rüber. Okay. Das könnt ihr entscheiden, wie ihr wollt, aus dem eigenen Feld. Berührt der Ball bei der Angabe, das Netz wird weitergespielt. Also keine Netzangabe, sondern weiterspielen. Berührt der Ball nach dem Auftitschen im Feld, Teile der Kulisse, wird auch weitergespielt. Beispiel. Okay. Ball kommt, ja, langes Ding, titscht auf, ja, geht hier an die Deko. Könnt ihr den Ball wieder hochnehmen, rüberspielen. Okay. Ist also kein Aus. Wenn er direkt irgendwo dran geht, ist logischerweise Aus. Und so lange aus hochhalten, wie man es gerade ist, wurscht. Okay. So lange, wie ihr wollt. Wenn ihr selber das Netz berührt, irgendwann bei einer Rettungsaktion, ist Punkt für den Gegner. Ah, okay. Wer zuerst 10 Punkte hat, mit 2 Punkten Vorsprung gewinnt das Spiel. Und Hans-Jürgen, die Münze entscheidet, wer anfängt. Ja. Die hast du. Ja, ich gehe davon aus, dass der Dean zum ersten Mal hier ist. Jo. Dann würde ich sagen, sonst hätten wir was falsch die gemacht. Wahl. Schwarz. Schwarz und rot. Schwarz. Schwarz, rot. Ja. Rot hat gewonnen, ja. Rot fängt an. Okay. Stefan beginnt. Wenn der Ball, also wenn ich den Ball hier annehmen sollte und ja, spiele den von mir aus ins Netz und der bleibt aber oben, kann ich den nochmal spielen. Absolut. Ne? Das ist kein Wichtig ist, dass er nicht ein zweites Mal den Boden berührt. Angabe nur mit dem Fuß? Nur mit dem Fuß Angabe. Du kannst entweder aus der Hand oder einmal auftitschen bei der Angabe. Okay. Es geht los. Fußball, Tennis, Spiel 3. Hans-Jürgen ist auch oben. So, los geht's. Also gleich mal ein erster Fehler von Raab mit der Angabe. Führung Dean. 1-0 für Dean. So, jetzt ist die Kugel im Spiel. Gut gemacht von Dean. Ja, und jetzt. Das ist ein Fehler. Bis 15? 10. Bis 10? Bis 10. 2-0 für Dean. Also da hatte Dean durch das gute Tempo in seinem Ball Raab in Schwierigkeiten gebracht. Nächster Fehler mit der Angabe, das sind hergeschenkte Punkte. Das ist das 3-0 für Dean. Gute Länge bei Dean und jetzt Raab, gut gemacht. Und der müsste ins Ausgehen. Ja. Erster Punkt für Stefan. Ich? 3-1 Dean. Das gibt's doch gar nicht. Nein. Wieder zu lang. 3 Angaben, 4-1 Raab, 3 Fehler. Da, und er muss natürlich aufpassen, dass er sich da mit der rechten Hand nicht abstützt. Das ist die Gefahr mit seinem Handgelenk, mit seinem Kahnbeinbruch. Alles da okay? Darf er sich natürlich nicht abstützen. Der operierende Arzt. Er wird hier zuschauen und wird. Ach du meine Güte, ja, da stützt er sich mit dem rechten Handgelenk. Geht? Geht schon. Chris, gleich ein bisschen Eis. So.
5-1 für Dien. Okay. Oh. Das ist ein Punkt für Stefan. 5-2 für Dien. Also da war jetzt gute Länge in der Angabe von Stefan Raab, der sich immer wieder an die Hand Stefan, fasst. Dien hat Angabe. Was? Ja, immer abwechselnd. Dien hat. So musst du es machen. 5-2 für Dien. Ihm fehlen 5 Punkte. Das war gut gespielt von Raab. Oh, da geht er hoch zum Kopfball. Ja, das sieht doch nach Fußballtennis aus jetzt. Auch der ist drin. Jetzt kann er lang spielen. Macht er gut, aber... Doch, der war drin. Der war drin. Drauf. Ja, 6-2 für Dien. Der war hinten drauf. Das war perfekt gemacht. Ja, hier deutlich in der Zeitlupe zu sehen. Satt drauf. 6-2 Dien. Jetzt hat er das gut von der Länge her drauf, aber Dien schön mit dem Innenriss gespielt. Ah, und ich glaube, auch der war drauf, da werden wir die Zeitlupe bekommen. Obnöfel als Schiri mit gutem Auge. Der war, glaube ich, drauf. 7-2 für Dien. Das ist eine klare Sache bisher. Auch zu lang. 7-3 für Dien. Stefan hat. Nein! 8-3 für Dien. Ja, da hat er Raab schön gelockt. Er gibt. Dien hat. 2 Punkte noch für Dien, dann hat er Fußballtennis im Sack. So kann Stefan Raab hier nochmal zurückkommen. Unten drunter nicht. 9-3. Kleiner Matchball für Dien im Fußballtennis. Ja, das war's. Und das ist der Sieg für Dien. Ich nehm's ab. Danke, Hans-Jürgen. Hier, Dien. Handtuch. Und was zu trinken. Das ist der Sieg für Dien. Was aber erstmal wichtiger ist. Stefan, was macht die Hand? Willst du ein bisschen Eis haben? Ja, ein bisschen, aber ist nicht, glaube ich, nicht schlimm. Okay. Ruht euch ein bisschen aus. Kleine Pause, trinkt was. Und Punktevergabe. Dieses dritte Spiel gewinnt Dien und er geht damit wieder in Führung. 4-2. Schön abwechslungsreich heute Abend. Und wir gucken uns, hier, guck mal, der Seelöwe, du. Gut gemacht. Und das Kopfballungeheuer leider ins Netz. Ja. Es geht weiter mit Spiel Nummer 4. Schmecken! Kommt mit! Schmecken im Restaurant. Ja, wir haben auch was zu trinken zum Neutralisieren. Braucht da gar nicht mitzunehmen. So. Stefan, bitte auf diese Seite. Dien kann hier Platz nehmen und ich erzähle euch die Regeln. Ihr bekommt jeweils 3 Menüs, bestehend aus 4 unterschiedlichen Lebensmitteln, in den Mund geführt. Und zwar abwechselnd. Ihr müsst blind erschmecken, welche 4 Lebensmittel ihr im Mund habt. Dafür habt ihr die Brillen. Pro erratener Zutat gibt es 1 Punkt. Ihr habt eine Gesamtbedenkzeit von 6 Minuten für alle 3 Menüs. Also, da könnt ihr ganz in Ruhe nachdenken. Pro Menü sind nur 4 Nennungen erlaubt. Ihr könnt spekulieren, was das ist. Von mir aus auch laut.
Es geht aber alles von eurer Zeit ab. Aber dann hätte ich gerne ganz deutlich, dass ihr sagt, meine Lösung ist 1, 2, 3, 4. Nach jedem Menü sozusagen. Nach jedem Menü. Ja? Ihr dürft überlegen, Mensch, was könnte das sein? Hund, Katze, Maus, zack. Und dann irgendwann, meine Lösung ist 1, 2, 3, 4. Und dann stoppt die Zeit. Wer nach drei Menüs die meisten Punkte hat, gewinnt. Bei Unentschieden gewinnt der, der insgesamt schneller geantwortet hat, also der mehr Restzeit übrig hat. Pro Durchgang 6 Minuten? Nein, nein, insgesamt. Okay. Insgesamt bei drei Menüs. Stefan legt immer vor. Und Dian bekommt dann natürlich auch immer noch Kopfhörer auf die Ohren, weil ihr natürlich identische Sachen bekommt. Nehmt Platz bitte, setzt euch die Brillen auf. Habt ihr noch Fragen? Dien, alles verstanden? Ein kleiner Löffel mit vier unterschiedlichen kleinen Lebensmitteln. Da sind immer auf einem Löffel gleich alle vier Sachen alle drauf. Vier drauf, auf einem Löffel. Dann in den Mund, dann überlegen und dann nennst du mir deine vier Lösungen und das Ganze dreimal. Okay. Ja? Stefan, alles verstanden? Ja. Brille bitte auf. Kopfhörer auch auf und nach einem Spot geht es los mit Spiel 4 Schmecken. Alles gut? Ja. Brille zu? Ja. Gut. Ich sehe nichts. Hier ist auch alles zu. Hörst du nicht? Ja, ja. Spiel 4 Schmecken und jetzt geht es los. Drei Menüs, A4 Zutaten. Wie lange habe ich jetzt Zeit? Menü, insgesamt also ich 6. Ich könnte auch 6 für das erste schon verwenden. Ja, das wäre nicht so gut. Wäre nicht so gut, okay. Und er hört aber nicht, ne? Nein, er hört nicht. Und du siehst leider auch nicht das wunderschöne Kleid von Emilia. Hallo Emilia, schönen guten Abend. Dankeschön. So, Stefan, los geht's. Brille sitzt. Ja, ja. Du siehst nichts drunter. Okay. Mund auf. Das ist dein erster Löffel. Und rein. Kann ich die einzelnen schon sagen? Ja, du darfst, kannst sagen, wann du willst. Also Himbeere ist auf jeden Fall dabei. Mhm. Ja, das ist so eine... Einer aus der ersten Reihe, der könnte es jetzt auch erkennen. Ja. Hm. Lakritz. Du sollst schmecken, nicht spucken. Zweite Nennung hast du. Ja. Mais, glaube ich. Dritte Nennung. Dann hätte ich jetzt noch. Das ist so eine. Ein Lebensmittel von dir. So eine kleine, ja. So eine Art, so eine grüne. Wie heißt das? Paprika? Sowas ähnliches. Nicht Paprika, sondern diese kleineren. Ich brauche eine. Pepperonis. Also irgendwie so ein kleines Pepperoni-Zeug da. Okay, ich habe alle also, vier. Wie heißt denn dieses dünne, was so dünnlich und länglich ist? Ja, wie heißt das? Ja, so also Pepperoni in grün. Okay, gut. Wie heißt denn das? Wir haben es jetzt schon gehört und wir gucken mal, ob das stimmt. So, gut. Kann ich absetzen? Die Zeit stoppt. Nein. Du bleibst alles auf. 4:20 hast du noch Restzeit. Ach so, was zu essen? Was Wasser hier und ist, diesen komischen... Ja. Und jetzt bitte ruhig sein, denn ich werde jetzt den Kopfhörer bei dir abnehmen, ja? Von dir höre ich nichts. Auch kein Auswurf oder Spucken. So viel zum Neutralisieren gleich, ja. Was da unten? Ja, was denn? Lass doch eigentlich alles auf dem Tisch. Da unten noch ein Glas stehen. Ja, hier, guck mal, hier. Ach.
da ist es. Da ist es. Ja. Ist noch was drin? Ja, warte. Ich tu noch was rein, kein Problem. So. Lass mal. Aber wir müssen ja schon auch einen Spucknapf hier hinstellen. Ich schlepp doch nicht hier die Pepper. Was ist denn das Grüne? Ruhe jetzt, ich muss jetzt den Kopfhörer ablegen. Ja, ja? Du bist jetzt still. Ah, okay. Ah, ja. Ich möchte nichts von dir hören. Ja. Nicht. Sie aber auch, ne? Ja, die, ja, sie auch. Ja. Gottes Willen. Hallo Dean. Servus. So, auch für dich Menü Nummer 1 kommt jetzt. Danke sehr. Mund auf und guten Appetit. Und deine Zeit läuft. Und dann sagst du mir, wenn du bereit bist, was du da alles erschmeckst. Okay, ich glaube, ich habe Lakritz. Okay. Mais. Zweite Nennung. Eine Himbeere. Dritte Antwort. Die vierte finde ich nicht. Ist schon runtergeschluckt, oder? Nee, ich habe noch gar nichts geschluckt. Ah, warte, warte. Hast du was in Zähnen gefunden? Du putzt ja so auf die Zähne, sag ich. Was ist das da? Eine Chili oder Pepperoni. Ich brauche eine Antwort. Was, für was entscheidest du dich? Sag ich mal Pepperoni. Okay, Zeit stoppt. Kannst du den Kram wieder ausspucken? Du kannst... Kannst gerne ausspucken, aber nimm bitte den Teller, nicht wie bei Stefan. So, möchtest du ausspucken? Cool, ja. Mm. Cool. Geht Lakritze. Ihr habt alle vier richtig erkannt. Alle vier. Aber der Dean war etwas schneller, der hat noch mehr Restzeit, nämlich 4 Minuten und 36, Stefan noch 4 Minuten 20. So, Dean, also wieder. Mal, kann ich mal Wasser haben? Ich ja, das ist alles hier. So alles hier, ja. Was denn? Was denn, Stefan? Wenn wir alle gleich viel erraten zum Schluss, dann zählt der weniger Zeit gebraucht hat? Richtig. Ah, siehst du mal. Wie viel habe ich jetzt mehr als er? Du hast 16 Sekunden mehr Zeit verbraucht als Dean. Okay. Du hast noch 4 Minuten 20 und Dean hat 4 Minuten 36. Dean, alles klar? Wir haben auch ein bisschen Brot zum Neutralisieren, brauchst du nicht. Nein, schön ausspulen. So, Kopfhörer auf. Alles dicht. Gut. Danke, Emilia. So, jetzt kommt das zweite Gericht für Stefan. Mund auf. Ein Kaper, glaube ich. Also Kapern. Apfel. Zweite Antwort. Hoffentlich. Jetzt wollen noch zwei Antworten. Karamell. Dritte Antwort. Was ist das denn? Kenne ich. Thank you.
Mach Stopp, ich komme nicht drauf. Sag irgendwas, willst du nicht? Mhm. Okay. Ich hab keine. Wir stoppen die Zeit jetzt. Ja. Bei 2 Minuten Ahnung. 42. Stefan hat bei 3. Ich kenne es, aber komm, bin ich drauf gekommen. Okay, ab jetzt still sein, bitte. Ich setze den Kopfhörer bei. Ah, jetzt weiß ich. Ja, aber nicht sagen. Oh. Zeit ist gestoppt, weil du es so wolltest. Dian, für dich jetzt auch gleich Menü Nummer 2. Gleiches Spiel, Mund auf und los geht's. Also eins ist eine Karotte. Erste Antwort. Was denn? Sag ich mal eine Erbse. Zweite Antwort. Eine Birne. Dritte Antwort. Und das letzte. Boah. Klebt an Zehen. Das ist irgend so ein Bonbon. Wie soll ich denn sagen? Schmeckt nach so einem Milchbonbon irgendwie. Genauer kann ich es nicht mehr eingrenzen. Reicht irgendwie so Milch-Sahne-Bonbon? Nein, das reicht nicht. Zeit ist aber auch. Ja, ich bin jetzt angehalten, denn Sahne-Milchbonbon ist ja immerhin auch eine Antwort. Es wäre gewesen Spargel. Oh, das war Spargel? Birne. Okay. Kaper. Yes. Und Karamell. Ja, okay. Dir. Karamell. Es steht 6-5 für Stefan. Stefan hat ein Lebensmittel mehr erraten. Und die Restzeit 2 Minuten 42 für Stefan, 2 Minuten 58 für Dien vor dem letzten Menü. Dien, noch mal ein bisschen ausspülen. Ja, bitte. Hier, Vorsicht, ist das Wasser. Stefan, du trinkst. Willst du auch Brot, Stefan? Nee, danke. Gut. Spargel. Aber das war das weiche Ende vom Spargel. Deswegen, das schmeckte so wie so eine Paste. Natürlich, die immer, leckeren Spitzen. Ja, genau. Das war das ist ja auch das feine Ende. Ja. So, Dien bereit, Kopfhörer auf. Gut, hier ist alles verschlossen. Drittes und letztes Menü für Stefan. Das sieht aber auch sehr gut aus. Wo holst du das denn noch her? So, Mund auf. Und guten Appetit. Brutal, ich kenne das, aber so durcheinander. Es ist alles gerade total sauer und mittendrin ist süß. Kuchen irgendwie, aber mit ja, das ist Fisch, aber das würde mir nicht reichen. Thunfisch. Erste Nennung. Und das davor war irgendwas, kann ich da weg tun. Hä? Ich habe nur noch eins. Das wundert mich nicht wirklich, weil der Rest nämlich hier drin schwimmt.
Also das ist eine Pflaume, also Thunfisch, Pflaume. Und dann war am Anfang so was, das war Thunfisch, aber Pflaume. Sehr weiches Marzipan, glaube ich. Dritte Nennung. Und ich habe nichts Viertes gehabt im Mund. Aber dafür im Wasserkrug. Stopp. Okay, stopp die Zeit bei 1:07. Ich kann ja ausziehen jetzt, oder? Du kannst jetzt ausziehen, aber du sagst nichts. Ach. Das wäre für dich ganz schlau. Und wenn nur das Falsche. So. Dien. Jo, was war das denn? Dein letzter Löffel. Stör dich nicht am Gelächter. Stefan macht gerade einen Benimmkurs das auf der anderen das Seite. Das gibt's ja nicht. So, Mund auf. Ruhe, Stefan. Diens Zeit läuft ab jetzt. Wow. Bäh. Das sind vier Sachen. Ja. Fühlt sich an wie ein Brei. Das ist der Nachteil an Zähnen, ja. Also schmeckt nach Meerrettich. Erste Nennung. Dann sag irgendwas. Es schmeckt nichts. Eine Antwort habe ich ja schon mal. Meerrettich und Kaupaste. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich komme nicht drauf. Das heißt, mehr sagst du nicht? Nee, mehr sag ich nicht. Mehr sagst du nicht? Dann ist das der Sieg für Stefan Raab. 8:06. Meerrettich war richtig. Marzipan. Fiese Kombination, oder? Das war fies. Das war Thunfisch echt fies. Boah, das war echt und fies. Weintraube. Ich habe das Marzipan, der Meerrettich waren bei mir eben, da war bei mir was fehlte. Die habe ich zusammen als eins gehabt und habe gedacht, das ist total sauer, aber gleichzeitig auch süß. Deswegen hat es so gut geschmeckt. Ja, und auch im Wasser kann man es auch sehr gut trinken. Das schmeckt dann doppelt so gut. Das ist der Sieg für Stefan im Schmecken. 4 Punkte für Stefan obendrauf, das heißt wieder Führungswechsel 6:4 für Stefan Raab. Die Wippe. So, jetzt geben wir euren Oberschenkeln den Rest. Nach Medizinball und Fußballtennis müsst ihr rauf auf eine Wippe. Jeder kriegt eine. Was müsst ihr da wohl machen, Dien? Die Gewichte von der einen zur anderen Seite rüberbringen? Nein. Wir sind doch keine Unmenschen. Was? Ihr müsst euren Gleichgewichtspunkt finden. Da haben wir 90% eures aktuellen Körpergewichtes. Wir sehen hier übrigens Dien. Dort liegen etwas mehr Scheiben bei Stefan. Stimmt das wirklich? Ja, es ist so. Ja. Ja, aber bei mir sind die Scheiben kleiner, das muss man auch sehen. Ja, natürlich. Und ein paar Kapern sind da ja auch noch drin. So, ihr müsst die Wippe besteigen und für euch das Gleichgewicht finden. Dafür habt ihr genau 90 Sekunden Zeit. In dieser Zeit ist alles erlaubt. Ihr könnt runterfallen, die Wippe kann auf den Boden knallen. Macht mir gar nichts. 90 Sekunden Zeit, um diesen Punkt zu finden. Aber nach Ablauf der 90 Sekunden ist das Spiel heiß. Fliegender Start sozusagen. Dann wird abgerechnet. Kann ich irgendwo sehen, wo die Zeit läuft? Ja, du kannst mich auch fragen. Ich werde das dann immer sagen. Okay. Und wenn die 90 Sekunden runtergelaufen sind, ab der Sekunde wird abgerechnet. Und wer dann mit seiner Wippe als erstes den Boden berührt oder runterfällt, mit dem Körper den Boden berührt, der hat dieses Spiel
verloren. Muss ich drauf stehen oder kannst du auch drauf setzen oder legen? Bleibt es mir überlassen? Stehen. Stehen. Muss stehen. Stehen. Muss stehen. Hände sind nicht erlaubt. Stehen. Hocken auch? Hocken ist auch mit den Füßen. Wenn, ob du das mit den Oberschenkeln aushalten willst, bitte. Okay, ja. Ja. Dann aber bitte nach vorne, nicht mit Stefan. Mit einem Fuß stehen und mit dem anderen Knie drauf oder sowas. Stehen mit beiden Füßen. Naja, ich meine, okay, gut. Ja? Gut. Gut, gut. Fragen noch? Uiuiui, nee. Ja. Gut, dann laufen die 90 Sekunden ab jetzt. So, und das dürfte jetzt sehr, sehr... Schon das Stehen ist ja schon schwer. ...interessant werden. So, da sehen wir, dass Raab schon... Boah, ah, ja, Leute. Das ist alles egal noch, dass das, wenn er das zugehört ihr hat, dürft weiß jetzt er ruhig das. Runterfallen, macht jetzt wenn gar nichts. Wenn es erstmal schwingt, dann ist aber schon vorbei. Noch 70 Sekunden. Wieso schwingt das denn bei mir so? Ja, weil du so viele Körperschwerpunkte hast. So, also wie gesagt, noch einmal für den Hinterkopf, damit das jeder richtig Sekunden, versteht. 60 Sekunden, noch eine Minute. Sie haben jetzt noch diese knappe Minute Zeit, den Punkt zu finden, wo Sie in der Balance sind. Hier, das wäre jetzt bei beiden, na bei Raab jetzt schon nicht mehr richtig. Also die Wippe darf dann zu keinem Punkt, wenn diese Sekunden runtergelaufen sind, darf sie nicht mehr den Boden berühren, genauso wenig Raab Sekunden. Beziehungsweise Dien. Dien hat schon den Punkt gefunden. Schauen Sie mal, was Raab da veranstaltet. Das hat fast was von Turmspringen, aber wenig von Gleichgewicht auf der Wippe. Und bei Dien, noch schauen Sie mal, Sekunden. Der hat seinen Punkt gefunden. Und sofort fliegender Start. Ne? Da wird runtergezählt und dann ist das Spiel scharf. So, Raab muss einfach nur rüber gucken zu Dien. Wie der das macht und muss eben für sein Gewicht dann den Punkt Sekunden finden. Noch. Aber er ist sehr, sehr wackelig unterwegs. So, ja, ja, ja. Da hat er mit dem Gleichgewichtssinn noch lange nicht Sekunden. Das erreicht, was Dien hat. Das sieht nach einem ganz klaren Sieg für Dien aus. Wie gesagt, noch sind wir nicht fünf, heiß, aber Raab ist ja gar vier, nicht in der Lage, den Punkt drei, zu finden. So. Zwei, eins, jetzt und ist schon es geht vorbei. Los. Jetzt ist schon gleich vorbei. Also, das geht nicht gut. Nee. Du bist mir so ein Donnerbalken-Surfer, du. Mann, ey. Warum? Ich kann nicht verstehen. Das ist der, ich habe mir den Gummibalken gegeben. Guck mal hier. Nix. Und hier? Ja, und hier? Nix. Und daran liegt's, oder was? Ach doch. Naja. Natürlich, immer aufs Holz. Ja, Dien, überraschend. Das war dein Sieg, glaube ich. Ganz knappes Ding. Ganz knappes Ding. Wenn der erstmal die Schwingen drin 9 ist, zu 6 du nicht für mehr, kommst du nicht mehr gegen an. Kaputt vom Stehen. Kaputt vom Stehen, total. Wie Rainer Kallmund. So, nächstes Spiel, Spiel Nummer 6. Kopfrechnen. Kopfrechnen. Du packst dich jetzt schon dran? An Kopf? Ja. Meine Freundin hat gesagt, ich soll es üben. Und? Hat ich geklappt? Gemacht. Ja, wollen wir mal gucken, wie gut du warst in der Nachhilfe. Ihr bekommt eine Rechenaufgabe gestellt und eure Lösung tippt ihr in das Zahlenfeld vor euch ein. Ja. Mit OK bestätigen. Das ist ganz wichtig. Damit ist nämlich die Eingabe des Gegners gesperrt. Wer zuerst eingeloggt hat, bekommt bei richtiger Lösung einen Punkt. Bei falscher Lösung bekommt der Gegner den Punkt und die Aufgabe ist aus dem Spiel, also hier kein Abstauber möglich. Das Ergebnis reintippen. Genau, das Ergebnis reintippen. Und wer als erster 5 Punkte hat, der hat dieses Spiel gewonnen. Dran denken, Punktrechnung vor Strichrechnung. Ach, so kompliziert? Ja, sicher. Natürlich. Wir machen mal ein Beispiel. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, das war lange her. Ein Beispiel für euch. 66 plus 87 ist gleich. Eintippen, okay bestätigen. Und dann sehe ich, wer der Erste war. Stefan hat als erstes geantwortet. Bin 153. Ist sich nicht sicher, dann lösen wir mal auf. Und das wäre dein erster Punkt, Stefan. Ach, guck mal. Jetzt in der Hektik kannst du entweder drückst du oder du überprüfst es nochmal oder dann kann der Gegner schon so weit sein. Das ja, ist immer die Frage. Das ist die Frage. Los geht es mit dieser Aufgabe.
9 mal 17 ist gleich. Stefan war schneller. 153. Ja, das kannten wir von eben doch. Und es ist richtig. Erster Punkt, 1:0 für Stefan. Wer als erstes 5 Punkte macht, gewinnt dieses Spiel. Nächste Aufgabe für euch. 133 minus 85 ist gleich. Hä? Stefan? Nein. War der Schnellste, nee, und sagt, ich war noch gar nicht 15. Fertig. Ich war noch gar nicht fertig. Du hast aber... Du hast aber okay gedrückt. Ja, war eingeloggt. Ich nicht mehr drücken. Offensichtlich, nicht mehr. Ich war ja noch nicht fertig. 15 könnte theoretisch falsch sein, glaube ich. Nein, stimmt ja auch nicht. Nein, es ist 48. Ja. Erster Punkt für Dien, falsche Antwort von Stefan. Du musst in der Hektik irgendwo auf OK gekommen sein. Ich bin offensichtlich, ne? auf das da müsst ihr aufpassen, sobald ihr auf OK drückt, meldet sich hier das Ergebnis. Also, 1:1 steht's. Aufpassen, beim richtigen Drücken. Hier ist die nächste Aufgabe. 182 geteilt durch 13 ist gleich. Dien sagt 14. Ja, stimmt. Und das ist richtig. 2:1 für Dien. Und die nächste Aufgabe lautet wie folgt. 4 mal 5 mal 6 ist gleich. Hallo? Ich habe gedrückt, links gedrückt. Ja, richtig drücken. 120, Stefan war der Schnellste und hat die richtige Antwort. Ja, vielleicht habe ich es nicht getroffen. Richtig draufdrücken. 2:2. Nächste Aufgabe lautet 6 mal 7 mal 8 ist gleich. Ah. 320 sagt Dien. Am schnellsten eingegeben, ist aber falsch. 336, das ist ein Punkt für Stefan. Der führt jetzt mit 3:2. Ja, wenn einem da die Finger ausgehen, dann wird es schwierig. 3:2 für Stefan. Nächste Aufgabe. 60% von 120 ist wie viel? Dien war schneller, sagt 72. Ja. Und das stimmt. 3:3. Spannend, spannend. 3:3. Für jeden noch 2 Punkte. Und das ist die nächste Kopfrechenaufgabe. 4 hoch 3 plus 44 ist gleich. ...108 sagt Dien und das stimmt. Ja. Ein kleiner Matchball für Dien beim Spiel Kopfrechnen. Noch ein Punkt und dann kriegt er 6 auf sein Gesamtkonto und baut seine Führung aus. Das ist die Aufgabe für euch jetzt. 18 plus 104 minus 56 ist wie viel? Ah, fuck. Dien war wieder schneller. 66, das stimmt, das ist der Sieg für Dien. Sechs Punkte.
Punkte für Graf Zahl hier. Und damit geht er mit 15-6 in Führung. Weil Stefan sich nicht so rege am Unterricht beteiligt hat. Aber es kann noch alles in Richtung Stefan gehen. Es wird ein langer Abend, da bin ich mir sicher. Und das ist unser nächstes Spiel. Spiel 7 heißt Zeitfahren. Ihr müsst auf Zeit fahren. Aber wie lange und mit was, zeigen wir euch jetzt. Dort draußen, da haben wir unsere Strecke. Da müsst ihr gleich auf Zeit fahren mit schönen Autos. Ach, guck mal, ein Opel. So, damit fahrt ihr gleich auf Zeit. Wie und was genau nach einer ganz kurzen Pause. Zurück bei Schlag den Raab. Es geht um eine 500.000. Dien führt gegen Stefan und wir sind bei Spiel Nummer 7, Zeitfahren. So, ihr müsst eine Strecke von 100 Meter in einer vorgegebenen Zeit zurücklegen. Das ist die Strecke, das sind eure Autos. Ihr fahrt gleichzeitig, natürlich ohne euch zu sehen. Und pro Durchgang gibt es immer eine neue Zeitvorgabe. Und wer näher an dieser Zeitvorgabe über die Ziellinie fährt, der gewinnt den Durchgang. Wo ist denn? Da, wo das Zielschild ist, ist auch die Linie, ne? Ja, okay. Das ist meistens so. Best of five, das heißt, wer als erster drei Durchgänge für sich entscheidet, der gewinnt das Spiel. Wer näher dran ist, sozusagen. Wer näher dran ist. Darf auch schneller sein, langsamer sein. Hauptsache, wer näher an der Zeitvorgabe dran ist. Zählt der Vorderreifen? Es zählt sofort der Vorderreifen. Der Reifen oder die Karosse? Nein, es zählt der Reifen. Sobald der Reifen Vorderreifen über die Linie gefahren ist, darf ich die Zeit bleiben oder muss ich die ganze Zeit rollen? Pass mal auf. Solltet ihr den Wagen abwürgen, habt ihr 3 Sekunden, um ihn wieder in Gang zu bringen. Wenn ihr länger braucht, ist der Durchgang verloren. Werdet ihr zweimal einen Wagen abwürgen, ist der Durchgang sofort verloren. Ja? Und der Wagen muss immer vorwärts in Bewegung sein. Dafür haben wir Norbert und Wolfgang, die achten da drauf, die laufen mit und gucken, bewegt sich das Auto vorwärts, ja oder nein. Ah, okay. Ja. Habt ihr Armbanduhren an? Nein, auf keinen Fall. Sehr gut. Das ist ein Armband ohne Uhr. Okay. Da wir gerade gehört haben, es handelt sich um eine Lichtschranke, doch die Karosse. Okay, ja? Die Karosse zählt. Die Karosse zählt. Okay. Also könnt ihr ungefähr sehen, wie viele Zentimeter das sind. Ja, die Karosse zählt. Dien, du darfst dir das Auto bzw. halt die Seite aussuchen. Du hast ja eben schon was von Pfützen erzählt. Auf welcher Seite möchtest du fahren? Ich nehme die ohne Pfützen. Du nimmst die ohne Pfützen. Okay. Also hier Dien, dort Stefan. Habt ihr irgendwelche Fragen? Nee. Gut, dann steigt schon mal ein. Scheiben bleiben unten. Bitte festschnallen. Hier ist auch keine Uhr drin bei ihm, oder? Nein, es ist nirgendwo eine Uhr drin. Festschnallen, alles gut. Dien, bei dir auch alles klar? Ja. So, dann dürft ihr ein wenig nach vorne rollen bis zur Linie. Noch ein bisschen, Stefan. Alles klar, stopp. Bisschen zurück. Ja, da muss man jetzt mal den Schleifpunkt finden und den Rückwärtsgang. Und stopp, alles klar. Die erste Zeitvorgabe sind 30 Sekunden. Okay. 30 Sekunden, verstanden? Ab wann oder ab drüber fahren? Wenn du hupst, geht's los? Wenn ich hupe, geht es los. Okay. Verstanden, Dien? 30 Sekunden ist die erste Zeitvorgabe. Wer näher dran ist, kriegt den ersten Punkt. Wer 3 Punkte hat, hat dieses Spiel gewonnen. Auf die Plätze, fertig. Also, die werden jetzt natürlich langsam vor sich hinzählen, aber sie müssen sich auch erstmal vom Gefühl herantasten. Ja, wie lange brauche ich denn bis da hinten, um diese 100 Meter zurückzulegen? Ganz gemütlich und die Ruhe selbst. Na, beide. Bei Autospielen Raab normalerweise sehr stark. Ja, wir sehen jetzt hier nicht, wie weit sie von der Linie noch entfernt sind. Die Uhr tickt nahtlos runter. Und ich glaube, dass Dien hier diesen Durchgang gewinnt, wenn Raab jetzt nicht voll aufs Gas steigt.
Also jetzt muss er Vollgas geben. Sie sehen sich nicht gegenseitig. Also beide, wenn die da mitzählen, aber mit einem schlechten Zählverhalten hier. Dean gewinnt den ersten Durchgang. Erster Punkt für Dean. Und bitte zurückkommen. Einmal außen rumfahren, rechts schwenken. Also bin ich ganz ehrlich, das überrascht mich ein klein wenig, dass Raab sich hier so schwer tut, um 13 Sekunden die 30 verfehlt. Na, da bin ich mal bei der nächsten Zeit gespannt, was die beiden sich da einfallen lassen. Also normal muss man da ja irgendwie zählen. 1, 2, 3. Was war das jetzt für eine Zeit? Kriegt man das gesagt? Ja, das kriegst du jetzt gesagt. Ja. Das war ein bisschen lausig. 43 Sekunden. Das war okay. 13 Sekunden. 40 Sekunden. Das ist der erste Punkt für Dean. Aber beide pünktlich wie die Bahn. Erster Punkt für dich, Dean. Du hattest um die 40 Sekunden. Auch okay. 10 Sekunden zu viel. Ja, steht ihr richtig? Eingewiesen. Okay, das sieht gut aus. Zweite Zeitvorgabe. 1:30. 1:30, 90 Sekunden. Okay. Beide verstanden? Ja. Okay, auf die Plätze, fertig. So, und jetzt kommt es natürlich zunächst mal darauf an, möglichst langsam zu fahren. Logisch, denn 1:30 für 100 Meter, da darf man nicht zu viel Gas geben. Das vom Gefühl her zu Beginn sieht beim Stefan Raab ein bisschen besser aus. Lässig, schön da den Ellbogen und den Unterarm raus aus dem Fahrzeug. Ja, so fährt er immer durch Köln-Mülheim. Aber auch er hier ganz tiefenentspannt, aber sehr weit vorne. So bei Raab sieht mir das extrem langsam aus. Wie gesagt, die müssen ja irgendwie jetzt langsam bis 90 zählen, um ein Gefühl zu haben, wie lang sie da unterwegs sind. Raab wieder sehr, sehr langsam. Also über die Hälfte der Zeit ist jetzt rum, die sie brauchen dürfen. Also klar zählen da beide mit. Das dürfte logisch sein. Also Raab zählt offensichtlich sehr, sehr langsam mit. Denn ja, Dean ist natürlich auch deutlich zu früh. Aber ich bin mal gespannt, ob Raab jetzt irgendwann richtig aufs Gas drückt. Das ist zu langsam, was er da macht. Dean wird so bei 1:20 ins Ziel kommen. 1:22, 1:23. Ja? Und das ist gut, was er da macht. Das ist sehr, sehr gut. Und er wird das im Normalfall gewinnen. Es sei denn, Raab gibt jetzt Vollgas. Der ist zu langsam. Raab ist zu langsam und die Uhr tickt. Das weiß er in der Form natürlich nicht. Gnadenlos gegen ihn. Dean gewinnt den Durchgang Nummer 2. Zweiter Punkt für Dean. Also das überrascht mich schon. Das ist außergewöhnlich, denn normalerweise immer, wenn er irgendwas mit PS, mit Benzin unterm Hintern hat, ist Raab stark. Aber er scheint dann auch nicht so richtig das Gefühl für die Zeit zu haben. Ja. 1:40, Schmidtchen-Schleicher. Was ist denn da los? Und 1:25 für Dean. Ja. Das ist der zweite Punkt für Dean, wenn er diesen Durchgang jetzt auch gewinnt, dann hat er das gesamte Spiel schon für sich entschieden. Ihr steht richtig. Okay, nächste Zeitvorgabe für euch. 15 Sekunden. 15 Sekunden. 15. Nicht 50, Stefan. 15. Ja, ja, ja. Alles klar? Auf die Plätze. Fertig. Überraschenderweise werden wir beide jetzt deutlich schneller sehen. Das ist mal klar. So, Raab gleich fast mit Vollgas. Jetzt gibt er ein bisschen Bremse, geht ein bisschen runter. Das könnte gut sein für Raab. Jetzt darf er nicht zu langsam werden. Er macht diesen Durchgang fast auf den Punkt. Er macht ihn fast auf den Punkt. Sensationell. Aber auch Dean ist da am Ende noch richtig aufgekommen. Glück für Raab. 1,1 Sekunden. Ist er an der Zeit vorbei? 1,6 Dean Raab verkürzt auf 1:2. Also erster kleiner Matchball hier beim Zeitfahren von Dean vergeben. Raab wieder im Spiel. Dein Punkt, Stefan. Okay. 16,1 für dich und 16,6. Okay. Sehr knapp, aber Punkt für Stefan.
16,6 für Dien. Gut. Nee, zurück, Stefan. Puh. Also 2:1. Kleiner Matchball abgewehrt, aber einen weiteren hat Dien noch. Hier steht. Nächste Zeitvorgabe. 45 Sekunden. Okay. 45 Sekunden. Auf die Plätze. Fertig. Und jetzt kommt es natürlich bei einer längeren Zeit, es ist ja klar, wieder mehr auf das Zeitgefühl an. Er zählt, er ist sehr, sehr konzentriert, schlägt immer im Rhythmus. Also das, was er glaubt, eine Sekunde ist, schlägt er mit der Hand ans Lenkrad an, Dien Raab, der Stoiker. Also natürlich wichtig, diese Regel, dass sich beide gegenseitig nicht sehen. So, bleiben Sie in diesem Rhythmus, dann wird es... Nee, da will ich jetzt nicht abschätzen. Dien etwas drunter, Raab etwas drüber, so sieht es aus. So, Dien, das ist sensationell gut und er wird das gewinnen. Ja, ja klar, er gewinnt und er gewinnt Zeitfahren. Der Sieg für Dien im Zeitfahren. Punkt für Dien, vorbei. Was war das jetzt, Unterschied? Du hattest um die 48, 44 hatte Dien. 44,76, fast eine Punktlandung für Dien und das ist der Sieg für Dien im Zeitfahren. Könntest du dir eine deine Disziplin klauen? Wie, was hast du gemacht? Gezählt einfach? Ich habe mit dem Finger getippt. Ja, ja, habe ich auch gemacht. Du mit dem Fuß. Ja. Ja, Punkte für Dien. 7 drauf und das heißt, er baut die Führung auf. 22:6. Zeit für ein Törtchen an dieser Stelle. Und 92 Punkte sind noch offen, Freunde. Da ist noch viel, viel Luft. Und das ist unser nächstes Spiel. Zielwerfen. Kommt mit. Ihr müsst Bällchen in ein Ziel buxieren. Und zwar von... Könnt ihr diesen Steiger da oben sehen? Der ist noch nicht ganz ausgefahren und der ist auf 50 Meter. Okay. Wie war das mit deiner Höhenangst? Ja, muss ich jetzt wohl überwinden. Das ist richtig. Also ihr müsst auf einen Steiger 50 Meter hoch, kriegt jeweils 6 Bälle und ihr müsst die in eine Zielscheibe auf den Boden buxieren. Okay. Gibt es unterschiedliche Punkte. Wir addieren alle zusammen und wer nach jeweils 6 Bällen die meisten Gesamtpunkte hat, der hat dieses Spiel gewonnen. Was war denn das Höchste, wo du drauf warst? Boah, meine Freundin hat mich in Thailand zum Klettern genommen. Da musste ich auch so aus 100 Metern mich abseilen. Also. Der ganze Hof war ja nicht. Und das war schlimm? Ich habe mich angestellt wie ein kleines Mädchen. Keine Angst, das Ding ist in der Probe nur einmal umgekippt und da ist auch nichts passiert. Ihr werdet ja auch angeseilt. Nein, ist alles sicher. Und ihr habt einen super Blick auf Kölle. Also das macht Spaß. Stefan, Höhenangst? Eigentlich nicht. Also es kommt immer darauf an, in welcher Situation. Wenn ein Geländer davor ist, fühle ich mich eigentlich immer sicher. Haben wir. Wir haben sogar auch eins dahinter. Da müsst ihr rein in das Körbchen. Und ihr werdet... angeseilt, alles ist safe und dann geht's rauf. Es wird nur ein bisschen frisch. Oben, mach mal hier oben alles zu. Ach, Mützchen habt ihr sogar mit. Stefan, auch eine Mütze? Nee. So, Bob und Kathi, hallo, schönen guten Abend. Dann packt euch mal die Jungs. Hallo. Servus. Hallo Kathi. So, wir haben mal die Bälle für euch und ihr werdet derweil schnell... Bob. Kurz in die Seile gepackt. Also, jetzt wird erstmal gesichert. Das sind die Bälle übrigens. Hier, ne? Diese Bälle werden runtergeworfen. Sowas müsst ihr gleich runterwerfen. Und da sehen wir auch, das ist unsere Zielscheibe.
Ein Punkt, zwei Punkte, drei Punkte, vier Punkte, fünf Punkte. Und schaut mal, ihr beiden, Bullseye gibt 10 Punkte. Bitte? Bullseye gibt 10 Punkte, sonst steht alles dran. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist auch aus Amerika. Galveston, Texas. Zack. So, was macht der Puls? Alles gut? Nicht so schlimm wie auf der Treppe. Na, dann ist doch... Und die war auch hoch. Meine Güte, doch. 1,50 Meter. Dreh dich nochmal um. Da siehst du genau die Markierung. Ganz in die Mitte sind 10 Punkte. Und außenrum 5, 4, 3, 2, 1. Das alles sind klar. Die Bälle. Könnt ihr auch schon mal in die Hand nehmen, Stefan. Du kriegst die gelben. Und wichtig ist, wo der Ball liegen bleibt. Da wird abgerechnet und nicht... wo der Ball aufkommt. Es kann nämlich theoretisch sein, dass der Ball noch mal rüberspringt. Okay. Ja. Aber die haben schon ein relativ hohes Eigengewicht, die Bälle. Also die werden jetzt keine Flummis sein. Aber da, wo der Ball liegen bleibt, da wird abgerechnet. Okay. Ja? Wir sind nicht direkt darüber, ne? Wir müssen schon ein Stück werfen. Nee, ihr müsst schon ein bisschen werfen. Okay. Wir haben auch Jacken für euch, wenn euch kalt wird. Ist alles im Fahrstuhl dabei. So, Dean ist schon fertig. Wenn du fertig bist, kannst du schon mal einsteigen. Du wirst dich ja freuen, dass du ein bisschen... Ja? Okay, Herr Stefan. Weil er schwerer ist? Aha. Magst du die Jacke da anziehen? Das reicht? Das weiß ich nicht, darf ich nicht entscheiden. Kathi, reicht das? Mann, ein Stück fester. Ich wusste nicht, dass wir so schmal sind. Ja. So. Schlanker okay. Als erwartet, guck mal. Nehme ich den Ball mit oder sind da genug oben? Du kannst ihn mitnehmen, es sind aber auch genug. Ja? Alles klar. 6 für jeden. Stefan als erstes rein. Aber wir fahren nacheinander. Ja, und ihr wartet immer auf mein Kommando mit dem Werfen. Ihr hört mich oben, hier ist eine Box. Wir fahren zusammen hoch? Zusammen hoch, ah, okay. Ja. Aber nacheinander werfen. Stefan beginnt immer mit dem Werfen, dann du und ihr wartet auf mein Kommando. Alles klar? So, jetzt nutzt uns ja das nichts, wenn wir nicht angeschnallt sind. Das ist richtig. Ein Karabiner fehlt noch. Alles klar? Okay. Ja, dann... Gute Fahrt, ne? Jetzt geht's hoch. Das ist nicht 50 Meter, oder? Nein, das sind weniger als 50. Das ist ja nur der Kamerasteiger. Geil. Alles klar? Es geht los. So, dann wollen wir die beiden Herren mal nach oben fahren. Und das sind weniger als 50 Meter? Ja. Das ist interessant. So. Also, was wir da von denen gehört haben... Höhenangst, aber wir haben ihn beim Turmspringen gesehen. Wir haben gehört, er hat sich von einer 100 Meter Wand abgeseilt. Also ihr könnt euch das nicht leisten, dass wir hier runterfallen, oder? Das ist genau das und diese Einstellung ist übrigens gut, die er da hat. Was Sie ich weiß nicht, ob Sie es gerade gehört haben, was Dean gesagt hat. Ihr könnt euch das nicht leisten, wenn wir da runterfallen und was passiert. Wenn man das im Hinterkopf hat, dass natürlich hier alles dafür getan wird, dass ihm hier nichts passiert und dass den Kandidaten nichts passiert und dem Sicherheitspersonal. Wenn man das im Hinterkopf hat, dann geht man das natürlich ruhiger an. Ja, und man darf das nicht nur sagen, man muss davon überzeugt sein. So, jetzt den Ausblick genießen über Köln. Sehr krass. Und sich dann konzentrieren. Ist übrigens auch schön zu merken, dass viele Gequatsche da jetzt. Hast du schon sowas gemacht? Nicht nur vom Reporter, sondern vor allem von denen. Das überspielt natürlich ein bisschen die Nervosität aufgrund der Höhe. Wie hoch sind wir jetzt? So, das ist der Blick, den die Jungs jetzt haben. Das ist schon stramm. Wir fahren aber höher noch, ne? Ja, Logo. Der Boden übrigens von der Zielscheibe unten, das ist sandig. Das heißt, wenn die Bälle da aufkommen, die werden nicht allzu viel aufspringen, so gut wie gar nicht. Die werden nicht allzu viel rollen. Also das ist natürlich klar, sonst würden die Dinger sonst wohin springen. Jeder Rüttler ist ein Herzinfarkt. Also noch einmal, weil da auch immer diskutiert wird, da kann nichts passieren hier. Die sind gut gesichert. Dean und Stefan, da sehen wir, ja, was spielt der jetzt schon wieder darum? Und wie gesagt, da kann nichts passieren. Das ist einfach eine Sache der Überwindung. Ist der jetzt noch mal höher gefahren oder ist der noch so hoch wie eben? Der ist ein bisschen höher.
Der ist noch ein bisschen höher gefahren. Mein lieber Mann. Ganz schön hoch. Ja, wer mal Bungee-Jumping praktiziert hat, der kann sich diesen Blick in etwa vorstellen. Aber dann muss man auch noch sich fallen lassen bzw. runterspringen. Das haben die ja nicht vor sich. Gibt es eine Größenordnung hier, wo, ab welchem Wind das nicht mehr fahren darf? 12 Meter. Und wie viel haben wir jetzt? 12 Meter pro Minute. 12 Meter pro Minute Wind wäre ein bisschen wenig, was Dean da sagt. Ein Meter pro Wind. Ein Meter pro Wind ist natürlich auch eine interessante Angabe. Genau, jetzt haben wir es. Aber es ist fast windstill hier, auch in dieser Höhe in Köln-Mülheim. Da passiert nichts. Aber nochmal, das ist schlicht und ergreifend eine Überwindungsgeschichte. Also wer mal einen Bungee-Jump aus 60, 65, 70 Meter vom Kran oder von einer Brücke gemacht hat, der kann es in etwa nachempfinden. Aber immer noch auf. Wir haben es gleich geschafft. Wir sind bei Was habe ich gerade gesagt? Es ist fast kein Wind. Bam, 50 Meter. Gut, ich sitze ja auch hier in der Tonkabine. Also ein bisschen ist schon, aber nochmal. Alles nicht gefährlich. Wir sind 50 Meter im Moment. Okay, ihr seid da? Ja. Yes. Wunderschön. Ja, so werden auch die Google Earth-Aufnahmen gemacht. Das ist genau der identische Steigerl. Es geht los. Spiel Nummer 8. Zielwerfen. Stefan, du beginnst. Der ein oder andere wird sich wünschen, dass Matthias Hoppnöfel so ein Ding abbekommt. Aber die beiden werden natürlich in Richtung Zielscheibe werfen. Okay. So, Raab mit dem ersten Versuch. Stefan. Ja, das ist der erste Punkt für Raab. Nein, zwei. Zwei. Eins. Eins. Eine Eins. Eins. Und Dean, bitte. So, jetzt Dean. Der ist daneben und rollt auch nicht rein. Das ist eine 0, springt nicht rüber. Erster Durchgang 1-0, Stefan. Also die müssen sich natürlich rantasten. Und Stefan ist dran. Nicht zu viel Wurfbewegung, locker bleiben, das war schon gut. Und der bleibt in der 3. Ah, das ist schon nicht schlecht. Das heißt, 4 Punkte nach 2 Durchgängen für Raab. Aber das ist ja mit diesem nächsten Wurf schon zu egalisieren oder zu toppen. Und Dean bitte. Dean hat schon. Dean hat doch gerade die 4 geworfen. Bitte wartet auf mich. Okay, die 4. Ah, die haben wir alle gar nicht im Kamerabild gehabt. Da muss jetzt... Immer warten. Wir müssen das auch ein bisschen mit den Kameras mitnehmen. Ja, ja. Okay. Ausgleich 4. Zu 4. Okay. Also den Wurf haben wir nicht gesehen, da war Dean ein bisschen schnell. 4-4. Das sag ich, ne? Stefan, du bitte. Okay. Na, nur die 2. Und jetzt gucken wir mal, ob Dean und sich das einigermaßen gemerkt hat, wie er das vorher gemacht hat. Was macht er da jetzt? Dean! Ja, jetzt wartet er auf uns und auf die Kameras. Und das ist 4. Und wieder eine 4. Dann titscht er auch noch den 4 rein. 8 Punkte nach 3 Durchgängen für Dean, 6 für Stefan Raab. Ja, jetzt mal ein ins Zentrum. Die 10 Punkte. Bullseye wäre es beim Darten. Etwas weiter muss er werfen. Etwas weiter. Ah, die 3. So, gibt es den nächsten 4er von Dean? Für Stefan, 8 noch für Dean, aber sein nächster Ball kommt jetzt. Also wenn er das einigermaßen beibehält. Das ist gut. 3. Auch eine 3. Er bleibt vorn. Er wirkt sehr, sehr ruhig und ausgeglichen, Dean, den ganzen Abend schon. Dean. 5. Durchgang beginnt, Stefan, los. Und Raab ist unter Druck. Hier beim Zielwerfen und insgesamt an diesem Abend. Und das ist wieder zu wenig. Eine 2. Das ist im Moment der Ausgleich, aber Dean zieht nach und kann jetzt sich ein ordentliches Polster verschaffen. Im Kampf um 500.000 Euro. Na, das ist... Auch eine 2. Ja, das kann jetzt kein Scheinwerfer im Studio gewesen sein. Dazu 2 Punkte Führung für Dean. 13-11. Letzter Durchgang. 13-11 für Dean. Raab braucht, um Stefan, zumindest gleich zu ziehen, mindestens die 2. Aber er braucht mehr, um ein bisschen Druck aufzubauen. Come on, baby. Und das ist zu wenig normalerweise. Das ist normalerweise zu wenig. Denn jetzt braucht er nur einen Punkt. Dann hat er es. Dean.
einen Dien Punkt. Mit dem letzten Ball. Ein Punkt reicht zum Sieg. Und er müsste doch möglich sein. Und der ist es. Und das ist der Sieg für Dien im Zielwerfen. Kleine Ziel wieder runter, bitte. Und kommt runter, Jungs. Das hätte man auch von unten machen können. Wäre mir echt lieber gewesen. Obwohl es ging. Ich war jetzt so konzentriert, dass mir die Höhe gar nichts ausgemacht hat. Ja, du hast den einen, das eine Glück gehabt, dass der aus der 2 in die 4 gesprungen ist. Ja, dass den direkt auf diesen Rand geworfen hat. Das sind die Punkte, die es jetzt entschieden haben. Hatte ich beim ersten Mal daneben geworfen? So, fahrt runter. Du hast daneben geworfen. Ja, ja, ja. Wir sind dabei. Und war schön da oben, oder was? Nee. Sehr gut. Die Cowboy hat gut ausgehalten. Hast du gespuckt, dir? Nee, ne? Alles gut. Nee, soll ich mal. Nur ins Bullseye, aber das triffst du nicht. Okay, the Eagle landed. Noch nicht ganz. So. Da sie sich nicht trauen zu springen, machen wir jetzt schon mal die Punkte. Dien gewinnt erneut. Führt jetzt mit 30-6. Oh, Stefan. Jetzt müssen wir ein bisschen anziehen da, Herr Raab. 36 Punkte gespielt, 84 Punkte noch offen. Da gibt es die dicken Fische noch zu verteilen, aber jetzt, ich glaube, 3 Spiele in Folge für Dien. Und einer, der sich fast ins Hemdchen gemacht hat wegen Höhenangst, hat hier abgeräumt. Respekt. Was habt ihr denn alles gesehen? Dom war gut, ne? Ja, Dom war schön. Ansonsten, ja, den hättest du mal anpeilen sollen, war immer ein bisschen kurz. Ja. Und schattig da oben, ne? Oder? Jo. Kalt. Gut, dass du das Mützchen hast. So, aussteigen. Da seid ihr ja. Würfeln. Kommt mit ins Casino. Wir würfeln eine Runde. Und begrüßen vom Casino Aachen, wie immer, unseren Günther. Hallo Günther, schönen guten Abend. Hallo Matthias. Grüß dich, hallo. Stefan. Hallo. Hier? Stefan links. Hallo. Und Dien von mir aus rechts. Es geht darum, als erster mindestens 50 Punkte zu erwürfeln. Ihr würfelt so lange ihr wollt und die gewürfelten Punkte addieren sich. Ihr könnt jederzeit aufhören und dann landen die Punkte sicher auf eurem Gesamtkonto. Würfelt ihr aber in eurem Durchgang eine 6, verliert ihr alle bis dahin geworfenen Punkte dieses Durchgangs. Wir nehmen dann nichts vom Gesamtkonto weg, sondern nur der Durchgang ist gelöscht. Ihr würfelt eure Durchgänge abwechselnd. Und wer als erster mindestens 50 Punkte gewürfelt hat, der gewinnt das Spiel. Sollte der angefangen hat, zuerst über 50 Punkte erreicht haben, hat der andere noch den Nachwurf und kann das überbieten. Also ihr müsst nicht zwingend bei 50 oder 51 aufhören. Alles verstanden? Nö. Nee. Was hast du nicht verstanden? Wo bist du ausgestiegen, an welcher Stelle? Eigentlich ganz am Anfang schon. Ah, ja. Das ist Stefan Raab. Ja? Ja, ja, ja. Es geht heute um eine halbe Million Euro. Du würfelst, kriegst eine 4. Ja? Ja. Dann würfelst du noch mal, hast du eine 5. Pass auf, du würfelst, kriegst 9. Eine 4. Ne? Würfelst mal noch gucken, mal, hast du eine 5. Hast dann 9. Ne? Ja. Und sagst dann, oh, vielleicht höre ich jetzt auf, sicher diese 9, ja, und gib ab an den Stefan. Ja. Das ist der. Dann kannst du aber keine weiteren Punkte machen. Weil es kann ja sein, dass du beim dritten Wurf eine 6 bekommst und dann sind deine 9 Punkte, die du hast, direkt wieder weg. Verstehst du? Und ja, so geht das alles immer weiter hin. Du hast die Regeln verstanden, Stefan. Ja, das ist ja unfassbar, meine Damen und Herren. Wir haben es ja schon mal gespielt. Ja, aber sehr gut aufgepasst. Alles Weitere von Günther und wir müssen natürlich noch auswürfeln, wer beginnt. Genau.
Keine Fragen mehr, Dean, hast du es jetzt? Alles klar? Ja, gut, klar. Okay. Dann lösen wir aus, wer beginnt. Höhere Zahl beginnt, ja? Okay. Wer möchte anfangen? Dean fängt an, Dean als fängt Gast. An. Okay. Darf ich so würfeln? Oder das machen wir beim ersten Mal so. Beim ersten Mal darfst du das? Stellen wir das nur dahin, eine 2 für dich. Ja. Stellen wir den nur hin, ich hebe das auf, ja? Okay. Damit wir das auch gut mit den Kameras hinkriegen. Ich kann jetzt auch so raus, ja? Du kannst auch so auswürfeln, ja. 4. Stefan fängt an. Okay. Okay. Keine weiteren Fragen. Es geht los. Okay. Spiel 9. Würfel. 1. Ja, ich mach weiter. Weiter. Plus 2 sind 3. Ja, ich mach weiter. Weiter. Plus 5 sind 8. Safe. Safe. 2. Ich mach weiter. Weiter. Plus 4 sind 6. Ich mach weiter. Weiter. Plus 2 sind 8. Ich mach weiter. Weiter. Plus 4 sind 12. Weiter geht's. Weiter. Plus 2 sind 14. Das darf Stefan weiter. Okay. Geh weiter bei 8. Plus 3 sind 11. Weiter. Weiter. Elf plus 3 sind 14. Weiter. Weiter. 14 plus 4 sind 18. Einmal mach ich noch. Einmal noch. 18 plus 4 sind 22. Ja, stopp. 14. 14 plus 1 sind 15. Bitte? Weiter. Plus 5 sind 20. Weiter. Weiter. Plus 3 sind 23. Weiter. Weiter. Plus 5 sind 28. Weiter. Weiter. Plus 4 sind 32. Okay, Stefan. 32 geht weiter. Hier 22. 22. Ja. Das ist ja statistisch schon sehr spektakulär, was hier gerade passiert. Ja, das ist noch keine 6. Das ist noch keine 6. Das ist ungewöhnlich. Ja, theoretisch, statistisch, alle 6 Mal kommen. Ist ungewöhnlich, ja. Aber passiert. Ich habe 22 und er hat? 32. Es muss ja irgendwann die 6 kommen. 22 plus 3 sind 25. Weiter. Weiter. 25 plus 3 sind 28. Weiter. Weiter. Wie viel hat er? 34? 32. 32. 28 plus 2 sind 30. Weiter. Weiter. Was soll ich machen jetzt? Plus 5 sind 35. Stopp. Stopp. Geht weiter bei 32. 32 beginnen. 32 plus 3 sind 35. Weiter. Weiter. 35 plus 2 sind 37. Weiter. Weiter. 37 plus 1 sind 38. Weiter. Weiter. 38 plus 1 sind 39. Weiter. Weiter. 39 plus 2 sind 41. Stefan. Stopp. Ja? Ja. Okay. Stefan, du hast 35. Ja, ja. Muss ja irgendwann eine 6 kommen, da ist es schon. Leifster 35, weiter mit 41 für Dean. Das ist die Scheiße. 41 plus 1 sind 42. Weiter. Weiter. 42 plus 3 sind 45. Weiter. Weiter.
Plus 4 sind 49. Weiter. Weiter. Stopp oder weiter? Weiter, weiter, weiter. Möchtest weiter würfeln, ja? Wenn ich jetzt über 50 komme, habe ich gewonnen, oder? Richtig, ja. Steffen hat angefangen, dann ist es zu Ende. 49 plus 1 und 50. Ja! Günther, vielen Dank. Gibt's ja gar nicht. Eine 6. Das war wirklich spektakulär. Eine einzige 6 beim Würfeln. Stefan hatte das Pech. Und das ist schon wieder ein Sieg für Dien. Tja, kann man nichts machen. 39 zu 6. Das sieht nicht gut aus. Ja, komm, einmal Torte jetzt. Nochmal zeigen. Für Stefan. Immer noch nicht bergfest. Ich verstehe es nicht. Spiel Nummer 10. Satte 10 Punkte. Und so heißt es. Blamieren oder kassieren? Hier ist Elton. Hallo. Hallo, Elton. Guten Abend. Hallo. Dien, Stefan. Abend. Schönen guten Abend. Ja. Dankeschön. Ja. So heiße ich. So, ich werde jetzt gleich eine Frage stellen. Wer die Frage beantworten möchte, drückt bitte auf den Buzzer. Hat dann 5 Sekunden Zeit, diese Frage zu beantworten. Ist die Antwort richtig, gibt es einen Punkt. Ist die Antwort falsch, bekommt der andere einen Punkt. Der hat wiederum die Möglichkeit, in 5 Sekunden diese Frage zu beantworten, wenn er es möchte. Ist es richtig, bekommt er auch noch einen Punkt. Ist es falsch, bekommt der andere wieder einen Punkt. Soweit alles klar. Wer zuerst 7 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Und wenn gedrückt wurde, ist die Frage auch aus dem Spiel. Es wird also nicht weitergelesen. Fangen wir einfach mal an. Ein neues Jahr, ein trüber Januarsamstag, viele gespannte Zuschauer, ein toller Kandidat, ein wunderschöner Moderator. Frage jetzt, wie heißt der lateinische Begriff zur Bezeichnung der Eigenschaft einer Person oder einer Sache? Also neues Jahr, trüber Januarsamstag und so weiter. Adjektiv. Und das ist richtig. Ja. Ganz genau. Nächste Frage. Die Eurozone hat Zuwachs bekommen. Estland. Ist richtig. 1-1. Nächste Frage. Lionel Messi ist gerade zum Weltfußballer des Jahres gewählt worden und das schon zum 2. Mal in Folge. Wer war der letzte und bisher auch einzige deutsche Weltfußballer des Jahres? Lothar Matthäus. Das ist richtig. Das ist tatsächlich richtig, Lothar Matthäus. Punkt für den. Nächste Frage. Möglicherweise ist es euch ja entgangen, aber der Gartenrotschwanz ist Vogel des Jahres 2011. Schmetterling des Jahres ist der große Schillerfalter. Die Esche ist Fisch des Jahres und der Beinbrech die Blume des Jahres 2011. Der Beinbrech? Nicht zu vergessen die Mauereidechse, die ist nämlich Reptil des Jahres. Allen genannten herzlichen Glückwunsch. Wer ist nochmal Fisch des Jahres 2011? Ah, Dien, mal ein bisschen schneller. Die Esche. Die Esche ist richtig. Ja. 3-1. Nächste Frage. Welche Band steht derzeit mit dem Song The Time auf Platz 1 der deutschen Singlecharts? Gib ich dir den Punkt oder nicht? Das geht oder nicht? Du
glaube, es möchte keiner. Stefan weiß es, glaube ich, nicht. Dean traut sich nicht. Nee, ich traue mich nicht. Gut, dann schließe ich diese Frage. Empire of the Sun. Was denn? Empire of the Sun? Nein, Black Eyed Peas wäre es gewesen. Ja, gut, dass du nicht gedrückt hast. So, führst noch 3-1. Nächste Frage. Aufgrund der anhaltenden Regenfälle führen fast alle deutschen Flüsse immer noch Hochwasser. Wahrscheinlich gibt es keine Wasserstraße, über die in den letzten Tagen nicht in den Medien berichtet wurde. In welchen Fluss mündet eigentlich die Havel? Die Weser? Das ist falsch. Ach. Du hast noch 5, 4, 3, du möchtest auch gar nicht. Die Elbe wäre es gewesen. Elbe. Punkt für Dean dadurch, 4-1. Nächste Frage. Welche Fernsehsendung wurde in dieser Woche erstmals von Steffen Halaschka moderiert? Stern-TV. Stern-TV ist richtig. 4-2. Immer noch für die. Nächste Frage. Im neuen Jahr hört man in den Nachrichten ständig Berichte über ein neues Produkt mit dem Namen E10. Was verbirgt sich hinter dem Kürzel E10? Mit E10 soll laut europäischem Parlament die Umwelt geschont werden. Also, was ist E10? Nichts von gehört? Nicht gehört. Weiß nicht. Es will keiner? Dann schließe ich die Frage hiermit. Es ist eigentlich Benzin. Einfaches Benzin? Ja. Da wird Ethanol, Bioethanol mit Zucker. Egal. Nächste Frage. Kleben wieder hier die Dreckszettel hier. So. Dr. Conrad Murray steht dort derzeit vor Gericht, weil er für den Tod seines berühmtesten... Michael Jackson. Das ist richtig. Stefan kommt ran, steht noch 4-3 für die nächste Frage. Wir bleiben bei den Ärzten. In welcher deutschen Fernsehserie dreht sich alles um das Leben von Dr. Jan Bergmann? Kleiner Tipp, die Serie ist freitags im Vorabendprogramm des ZDF zu sehen. Was ist da für ein Getuschel auf der Seite hier? Psst. Ich gucke freitags kein Vorabendprogramm im ZDF. Auch nicht. Der Landarzt wäre es gewesen. Ja, ja. Nächste Frage. Guido Westerwelle kämpft ums politische Überleben. Nach fast 10 Jahren als Vorsitzender der Liberalen werden die Rufe nach einem neuen Mann an der FDP-Spitze immer lauter. Wer war Westerwelles direkter Amtsvorgänger? Wolfgang Gerhard, glaube ich. Das ist richtig. 4-4. So, Dean, jetzt hast du aber genug Pause gemacht. Jetzt machen wir wieder weiter. Nächste Frage. Oh Gott. Hirtelik Tülike. Was? Oder so ähnlich. Das heißt so viel wie herzlichen Glückwunsch auf Dänisch. Die Wünsche gehen an Kronprinzessin Mary zur Geburt ihrer Zwillinge. Denn am Samstag brachte sie 2 gesunde Kinder zur Welt. Und da war Papa natürlich stolz wie Oscar. Aber Oscar heißt der dänische Kronprinz natürlich nicht, sondern... Frederik. Das ist richtig. 5-4. Nächste Frage. Derzeit ist der Film Meine Frau, unsere Kinder und ich im Kino zu sehen. Das ist die Fortsetzung von Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich. Wovon war das denn wiederum... Meine Braut, ihr Vater und ich. Das ist richtig! Uiuiui, war so auch spannend hier, mein Lieber. 6-4, ein Punkt braucht ihn noch, dann hat er dieses Spiel gewonnen. Frage. Seit vorgestern läuft die Handball-WM 2011 in Schweden. Deutschland zählt in diesem Jahr nicht gerade zu den Top-Favoriten. In welchem Jahr wurden die deutschen Herren zuletzt... 2007.
Weltmeister, das ist richtig. 5-6. Nächste Frage. Wie jedes Jahr habe ich mir auch für 2011 vorgenommen, ein bisschen abzuspecken und endlich auf mein Traumgewicht von 100 Kilo zu kommen. Deshalb gucke ich bei allem, was ich esse, ganz genau auf die Kalorien. Wobei die Kalorienangabe ja veraltet ist. In welcher internationalen Einheit wird der Brennwert von Lebensmitteln heutzutage angegeben? Die Abkürzung für diese Einheit ist übrigens KJ. Kilojoule. Und das ist richtig! So ist Maria Maxian geworden. Ja. Elton! Ah, vielen Dank. Ja, Elton hat nicht nur ein Buch geschrieben, sondern auch wir. Es gibt ein Schlag den Rab-Buch, meine Damen und Herren. Mit allen Regeln, mit 1000 Quizfragen aus der Show, mit Hintergrundinformationen. Das sollte sich Stefan öfter sich mal angucken. Ja, es eignet sich auch sehr schön als Ergänzung zu unserem Schlag den Rab-Spiel nach wie vor. Meine Damen und Herren, kaufen Sie sich das. Demnächst freuen wir uns noch auf Schlag den Rab, das Musical, Schlag den Rab, das Parfüm und Schlag den Rab, den Film. Kannst du alles mitnehmen, Elton? Dankeschön. Danke. Meine Damen und Herren, so blamieren oder kassieren geht auch an Dien und jetzt wird es langsam brenzlig. Ja. 49 für Dien, 6 für Stefan. Immer noch nicht bergfest, aber mit dem nächsten Spiel. Das nächste Spiel ist schon Matchball. Nein, noch nicht. 60. Er muss ja 61 müsste er. Ihr müsst 61 Punkte zum Sieg schaffen. Noch ist es kein Matchballspiel, aber Stefan, jetzt geht's langsam um die Wurst. Und das ist Spiel Nummer 11. Curling. Komm mit, wir gehen in unser Curling-Studio. Okay. Wie wird das mit der Hand? Das ist okay. Ich muss probieren. Weil beim Curling... Es läuft. Es läuft. Es ist in der Tat richtig. Schon mal gecurlt? Nee. Nee? Nee. Stefan, du schon mal gemacht? Ja, wir haben das hier in der Sendung gemacht. Ja, alles schon mal gemacht, der Kerl da. Ja. Und beim Curling weißt du ja auch, man muss die Steine, die ein paar Kilo werfen und wiegen, muss sie ja nicht anheben mit der Hand, sondern nur übers Eis schieben. Also das müsste auch mit der ledierten Hand gehen. Und wir spielen zwei sogenannte Sätze, aber das zeige ich euch gleich, wenn wir da sind. So, jetzt sind wir schon angekommen im Nachbar-Curling-Studio. Dean, wo bist du? Ich bin da. Sehr gut. Und wir begrüßen Felix und Peter vom Curling-Club in Hamburg. Kommt zu mir, zumindest der Felix. Hallo. Hallo, Felix. So, Stefan und Moin. Servus. Dean. Ihr spielt gegeneinander zwei Sätze, sogenannte Ends. Pro Satz spielt ihr abwechselnd drei Curlingsteine. Es geht darum, so viele Steine wie möglich näher am Zentrum, sprich Button, zu platzieren als der Gegner. Also das ist das weiße Pünktchen in der Mitte. Es sind also quasi drei Punkte pro Satz möglich. Wenn ich nämlich mit meinen drei Steinen, mit allen drei Steinen besser bin als der Beste des Gegners, kriegt man drei Punkte. So ist es. Gewertet werden aber nur... Wenn ich mit einem besser bin, kriege ich nur einen Punkt? Genau. Ja. Okay. Gewertet werden aber nur Steine, die im Haus liegen. Haus ist, beginnt praktisch mit dem rot bzw. mit dem blauen Kreis. Das ist das Haus. Was außen drum ist, wird nicht gezählt. Wer den Satz verliert, bekommt im nächsten Satz das Recht des letzten Steines. Das heißt, der Gegner beginnt den Durchgang. Ihr spielt ja alleine, deshalb wird nicht gewischt. Und ihr habt eine Anlaufzone. Und vor dieser Markierung müsst ihr den Stein loslassen. Okay. Zu Beginn wird jetzt ausgeworfen, wer das Recht des letzten Steines hat, weil das ist ja von Vorteil. Aber man kann über die Linie schon drüber, oder? Rutschen, ja, oder? Ja, aber man muss ihn losgelassen. Vorher losgelassen. Also man kann so weit rutschen, wie man will. Okay. Kriegen wir noch irgendwas, Rutschschuhe? Genau. Ihr kriegt hier noch die schönen Pantoletten an. Und zwar immer eine nur, als Rechtshänder unter den linken Fuß, als Linkshänder unter den rechten. Reicht das schon hier, oder ist das... Oh ja, die sind das ist gut. Solange er nicht abrutscht.
Genau, und dann so ein Besen. Oh, oh, okay. Ja. Vorsicht, Stefan, das ist echt was? Glatt. Nee, nee, wischen nee, nicht. Genau. Nee, nee, aber der Besen ist zum... Nimm du den, du hast den blauen. So. Ich krieg den blauen, glaube ich. Genau. Genau. Nur zum... Damit man so ein bisschen Gleichgewicht hat. Wie geht das noch? So. Ui. Wer fängt an? Das wird ja jetzt ausgeworfen, aber so, wer jetzt beim Auswerfen anfängt, mir egal. Dien, fang mal an. So. Genau. Ihr müsst sie gar nicht anheben, ihr könnt sie auch einfach unten lassen. Was ist denn besser, wenn man als erster wirft oder wenn man als zweiter wirft? Wenn man als zweiter, weil der andere dann Dien? Den letzten Stein okay. hat. Genau, so. Und als Linkshänder jetzt in diese rechte Abstoßvorrichtung, damit du mit dem anderen Bein Schwung holen kannst. Genau. Prima. So, Dien. Dann. So, den Besen einmal unterklemmen. So, ja. So, genau. Man muss ihn nicht unbedingt haben, oder? Ah, okay. Nee, man muss es nicht, aber es ist nachher so ein bisschen einfacher, weil man, wenn man zur Stabilisierung wackelt. Besser. Genau. Okay. So, dann hau mal rein. So, das sah jetzt noch nicht wirklich ganz professionell aus, aber der ist richtig gut gespielt. Oh, denn der ist gar nicht schlecht. Fast am roten Kreis, also Stefan, relativ zentral heben, ne? Im weißen. Das kommt war schon mal da? Gut. Das müsst ihr ja beim ersten Mal... müssen wir es ihnen wegtun. Ja. Bitte was? Peter muss sich jetzt merken, wo er liegt. Fürs erste Mal müssen wir ihn wegtun, ja. Wir müssen nachher wird er liegen, oder? Bleiben. Ja, ja. Jetzt nehmen wir ihn weg. Weißt du, wo er liegt, denn? Hat sich gemerkt? Ja, da zieht er ihn doch genau senkrecht runter. Er ist doch vom Fach, der Mann. So, so jetzt also schafft es Raab noch zentrumsnäher seinen Stein zu platzieren. Der ist ein bisschen locker kommt er bis hinten hin. Nee, der ist schlechter. Ah, der ist zu kurz. Knapp. Das heißt... Der gut. erste Satz wird von Stefan begonnen. So ist es. Da der Gewinner des okay. Auswerfens den Rest recht des letzten Steines hat. Also Curling ja vor allem bei Olympischen Spielen. Stefan immer muss den im nicht Fokus, hochheben, ne, wenn das für die Hand in den Medien. Da gibt es dann plötzlich Traumeinschaltquoten für die Curler. Mal gucken, ob die Herren. Stefan Raab und Dien, was für die Popularität dieser Sportart tun können. Raab mit dem ersten Stein. Das sieht schon ganz gut aus. Das sieht gut aus von der Anschubbewegung. Jetzt die Frage, ob der ein bisschen schnell ist. Nee, nee, der ist gar nicht schlecht, der ist gar nicht schlecht, aber ganz im Gegenteil. Sack drauf. Mit meiner Hausmarke. So, und jetzt ist natürlich für den Nachziehenden immer der Vorteil, dass er gucken kann, wie der Stein des Gegners liegt. Und wo Raabstein so zentral liegt, kann er natürlich den angehen und wegschieben. Wunderbar, ist gut. So, was macht er jetzt? Mit viel Schwung, aber ich glaube, der geht seitlich vorbei. Ja, ja. Ja, ja. Der ist raus aus dem Haus. So, jetzt könnte Raab natürlich seinen Stein ein bisschen absichern. Jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Also er muss natürlich aufpassen, dass er sich nicht selbst wegschießt, kann aber absichern. So, gucken wir mal. Also wenn er den jetzt clever platziert, schützt er seinen im Zentrum liegenden Stein. Jetzt bin ich gespannt, ob der sieht auch von der uns aus ein bisschen links und ein bisschen der kurz war jetzt aus. Er war drüber. Ach du meine Güte. Oh, er hat zu spät losgelassen. Er war schon über die Markierung was? Rüber weg. Ich zu spät losgelassen. Ja, ja. Ja, deswegen ist der Schiri da. Kann man das sehen, bitte? Also da muss sich der Schiedsrichter natürlich nicht entschuldigen. Dafür ist er schlicht und ergreifend da. Und da hat Raab wohl zu spät losgelassen. Jetzt kontrollieren wir es nochmal hier, die Zeitlupe. Dankeschön an die Regie. Oh, 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 oh. Also mit dem Fernsehbeweis hier, muss ich sagen. Also auf der Linie. Puh. Also er muss vor der Linie losgelassen werden. Ja, habe ich doch. So, das ist jetzt interessant. Das war eine, also ich weiß nicht, ob die Curler normalerweise den Fernsehbeweis haben. Das ist eine interessante Frage. Und jetzt steht der arme Schiri da und weiß nicht, was los ist. Also, komm, Felix. So, jetzt muss er entscheiden. Der Schiedsrichter muss jetzt hier entscheiden. Da hab ich ihn losgelassen. Ja, das war, er muss vor der Linie losgelassen. Haben wir nicht die Seitenansicht? Ja, aber hab ich doch. So, jetzt guck mal hier, losgelassen. Ja, das ist eine Millimeterentscheidung. Ja, der Stein ist noch in der Hand, als er auf der Linie ist. Siehst du? Das ist leider zu spät. Ach, ich Schiri hat entschieden. Er muss vor der Linie losgelassen sein. Okay, noch führst du 1-0. Ja, wir müssen jetzt zu einer Entscheidung kommen. Die hat der Schiedsrichter getroffen. Das waren Millimeter. Raus. Und jetzt die Chance wieder für den. Was macht er? Das ist scheiße. Lässt deutlich früher los. Wieder ein bisschen links aus unserer Sicht. Wieder ein bisschen links. Ah,
und das reicht eben nicht. Und er schiebt sogar den Stein von Raab noch zentrumsnäher. So, und jetzt erneut die Chance für Stefan Raab hier zur Absicherung. Sein dritter Stein. Muss der Stein eine gewisse Weite haben? Er muss nur über die andere blaue Linie wiederum rüber. So, und jetzt ist die Frage, wenn er den natürlich auch noch nah ans Zentrum legt, dann hat er die Chance auf 2 Punkte. Aber auf der anderen, ich will nicht zu viel verraten. Was macht er? Lässt früh los. Was war korrekt? Alles wunderbar. Alles gut. So, und der ist jetzt, wenn er nicht zu weit nach links weggeht, liegt der gut. Und zwar, ja, der liegt sehr, na, ach du meine Güte, schafft, das wird, also wenn der Dean das jetzt schafft, dann ist er halbprofessioneller Curling-Spieler. So, momentan 2-0 für Stefan und letzter Stein in diesem Satz für Dean. Erst wenn, und nur wenn er, das reicht, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er beide damit schon gar nicht den Zentrumsnahen erwischt. Denn der bricht ihm jetzt weg, ist auch zu locker. Und Raab gewinnt mit 2-0. Ja. 2-0 für Stefan nach dem ersten Satz. So, und jetzt fängt er an, oder? Nein, du fängst an. Ja, ich habe doch eben angefangen. Jetzt Stefan, aber du hast gewonnen. Stefan hat gepunktet, Stefan muss wieder anfangen. Du der, musst der anfangen. Punktet, fängt an. Der, der verliert, ah, darf, so? Hat das Recht des letzten Steines, ja? Aber er hat natürlich den Vorteil, dass er mit 2 Steinen diesen ersten Satz gewonnen hat. Das ist schon mal eine recht komfortable Situation. Noch lange keine Vorentscheidung, aber eine ganz gute Situation. Hoppala. Also, darf ich helfen? Er wirkt nicht sonderlich geschickt, aber er hat den ersten Satz gewonnen. So, es kommt viel auf diesen ersten Stein an. Wenn er den gleich wieder gut platziert, wäre das schon mal eine Menge wert. Früh genug losgelassen. Ist der vielleicht ein bisschen... Nein, der ist wieder gut. Der ist wieder gut. Ich leg mich fest, der ist... Nein, der ist gut. Ganz nicht zu schnell, der ist gut. Erstaunlich. Man meint immer, er wäre zu schnell. Zu schnell wäre er gewesen, wenn da die Wischteufel vor unterwegs gewesen wären. Die hätten den noch beschleunigen können. So, und jetzt Deans Antwort. Er hat immer einen von uns aus gesehen leichten Drall am Ende nach links. Er kommt nicht ran. Ah, das ist interessant. Das ist interessant, denn das war ein Versuch, der für Raab recht gut war. Wie platziert er jetzt seinen zweiten Stein? Jetzt kommt da durchaus die Taktik mit ins Spiel. Was macht er? Früh genug losgelassen. Mit viel Gefühl. Ja, alles gut. Mit viel Gefühl. Okay. Ja. Und alles korrekt. Jetzt ist der Weg auf den gut platzierten Stein von Raab ist jetzt ziemlich zugebaut. Es gibt Curling-Spieler, die das lösen können, keine Frage. Aber gehört Dean zu dieser Spezies von Curling-Spielern? Das wäre erstaunlich. Oh, mit viel Schwung. Also er will jetzt den ersten und dann den zweiten anschießen und das klappt aber nicht. So. So. Ich halte mich jetzt zurück mit dem, letzter was Raab Stein tun kann und vor allem mit dem, was Raab tun soll. Aber ich denke, auch Sie daheim sehen alle, dass Raab hier vor den beiden letzten Steinen in einer recht guten Position ist. Was macht er? Früh genug los. Er macht das mit sehr, sehr viel Gefühl. So, welchen spielt er an? So, jetzt ist es eigentlich komplett zu. Aber es ist trotzdem noch die Möglichkeit. Aber wie gesagt, da muss er jetzt schon einen Kunststoß hinlegen. So, Dean, letzte Chance. Und er muss ja mit 2 Steinen diesen Satz gewinnen. Ansonsten geht Curling an Raab. Und das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe. Nee. Aber auch rübergetreten bisschen. Nee, es reicht auch nicht. Raab gewinnt Curling. Curling geht an Stefan.
So, komm eben kurz hier. Einmal Punkte für dich, dann darfst du genieße es. Stefan ist wieder da. Ein wichtiger Sieg. 11 Punkte beim Curling. Das ist der letzte Stein von Dien und Stefan. Verkürzt auf 17 zu 49 vor dem 12. Spiel. Das nächste Spiel ist ein Matchballspiel für Dien. Und so heißt es. Wer lügt? Ein Pultspiel. Ich stelle eine Behauptung auf und nenne euch nacheinander 10 Antworten, die teilweise auf die Behauptung zutreffen oder aber gelogen sind. Wenn ihr meint, eine Lüge gehört zu haben, drückt ihr den Buzzer. Habt ihr bei der Lüge gebuzzert? Dann bekommt ihr einen Punkt, andernfalls bekommt der Gegner einen Punkt und die Behauptung ist dann aus dem Spiel und wir kommen zum nächsten. Wer als erster 7 Punkte hat, der gewinnt dieses Spiel. Es gibt eine festgelegte Zeitspanne pro Behauptung und während der müsst ihr buzzern. Man kann also nicht mehr zurückbuzzern, sondern innerhalb dieser Zeitspanne müsst ihr buzzern und dann kommt die nächste Behauptung. Wenn man drückt und gerade diese Zeitspanne umschlägt? Dann hat man Pech. Vielleicht sollte man diese Millisekunde eher drücken. Wir machen mal ein Beispiel, dann seht ihr ungefähr, das ist ja eine relativ lange Zeit, bis die nächste Behauptung kommt. Also, hier mal unser Beispiel. Ich wohne in Entenhausen. Wer lügt? Kater Carlo. Kenn mich nicht aus. Wer lügt? Kater Carlo wohnt nicht in Entenhausen. Ich weiß nicht, wer Kater Carlo ist. Ja, dann hättest du es ja auch schlecht richtig machen können. Kater Carlo, er wohnt in Entenhausen. Ja? Comics nicht so dein Ding. Wäre jetzt ein Fehler, wäre ein Punkt für Stefan. Ja? Jupp. Alles verstanden? Verstanden. Gut. Nach einem Spot geht's los. Matchballspiel für Dien. Und dann wäre das noch weitergegangen? Nee, dann ist vorbei. Bitte? Dann wären wir bei einem. Ja, klar, dann wird es weiter. Insgesamt, weiter. Genau, insgesamt 10 Stück. Alles klar. 10, Achtung. So, wer lügt? Spiel 12 ist ein Matchballspiel für Dien. Ihr habt es gerade gesehen, so lange steht die Behauptung und ihr könnt in der Zeit buzzern. Und wenn ihr gebuzzert habt, dann wird abgerechnet. Habt ihr bei einer Lüge gebuzzert, bekommt ihr einen Punkt. Habt ihr nicht bei einer Lüge gebuzzert, wie Dien gerade, bekommt der Gegner einen Punkt. Und danach kommt schon wieder eine neue Rubrik. Ja? Also dann es werden noch mehrere Rubriken aufgemacht? Ja, natürlich. Okay. Ich habe hier einen ganzen Stapel. Ja? Es geht los. Erste Behauptung. Ich habe die UEFA Champions League gewonnen. Die UEFA Champions League, nicht Landesmeister, sondern die UEFA Champions League. Wer lügt? Real Madrid. Borussia Dortmund. Hat die Champions League nicht gewonnen, oder? Landesmeister Cup, oder? Haben die Champions League mal gewonnen? Sag 1997. Echt? Ein Tor von Lars Ricken. Echt? Im Scheiße. Münchner Olympiastadion. Aus gefühlten 45 Metern. Doch. Unter Ottmar Hitzfeld. Erster Punkt für Dien. Tja, das ist im selben Jahr wurde Schalke UEFA-Cup-Sieger. Das waren noch Zeiten, aber da kommen wir wieder hin, liebe Freunde. So, 1-0 für Dien. Nächste Behauptung für euch. Wir liegen im selben Bundesland. Wer lügt? Münster und Bielefeld. Erfurt und Eisenach. Göttingen und Hildesheim. Göttingen und Hildesheim. Ja, das ist, glaube ich, beides in Hessen. Aber ich bin mir nicht sicher. Nein, sie liegen beide in Niedersachsen. Ach, siehste? Ja.
Schöttingen? Trotzdem Fehler. Aber knapp, oder? Hessen und Niedersachsen, da ist schon ein bisschen was zwischen. Nö. Göttingen. Niedersachsen und grenzt doch an Hessen da oben, oder? Ja, aber Göttingen ist schon doch deutlich. Scheiße. Deutlich satt in Niedersachsen. Göttingen und Hildesheim. Und das heißt, ein weiterer Fehler von Stefan. Zweiter Punkt für Dien. Sieben Punkte braucht man zum Sieg. Und wenn Dien die holt, dann hat er 500.000 Euro. Und wir machen weiter mit der nächsten Behauptung. Ich war schon mal ein Bond-Girl. Wer lügt? Sophie Marceau. Yeah, war die Bond-Girl? War eine. Ich kenn, warum drück ich denn? Wann war die Bond-Girl? In welchem Film? Keine Ahnung, was mit einer Ölpipeline oder sowas. Die Welt ist nicht genug. War Sophie Marceau ein Bond-Girl? Dritter Fehler von Stefan. 3:0. So, Stefan, komm. Ist auch für mich die sechste Stunde. So, es geht weiter. Nächste Behauptung. Ich gehöre zum Weltkulturerbe der UNESCO. Wer lügt? Die Inka-Stadt Machu Picchu in Peru. Die chinesische Mauer. Die Hartmannwerft in Wismar. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich weiß es nicht. Ich habe gezockt. Du hast gezockt? Die Hartmannwerft in Wismar ist komplett frei erfunden. Du hast richtig gedrückt, das ist dein erster Punkt. Die gibt's überhaupt nicht. Die existiert überhaupt nicht. 3:1. Stefan macht seinen ersten Punkt. Und wir haben eine weitere Behauptung für euch. Ich bin ein Feld im klassischen Monopoly. Im klassischen Monopoly. Wer lügt? Parkstraße. Turmstraße. Ganz ruhig im Publikum bitte. Hauptbahnhof. Schillerstraße. Okay, scheint es wohl doch zu geben. Ja? Alle schreien. Gelb, gelb, gelb. Ja, genau, mit Goethestraße und Lessingstraße. Schillerstraße ist dabei. Das ist ein Fehler von dir. Ein zweiter Punkt für Stefan. Comics nicht, Monopoly nicht. Nur die intelligenten Sachen macht der Dien. So, 3:2 für Dien nach wie vor. Und hier ist die nächste Behauptung. Ich war schon mal Außenminister Deutschlands. Wer lügt? Joschka Fischer. Klaus Kinkel. Kurt-Georg Kiesinger. Willy Brandt. Ich glaube, der war kein Außenminister. Ich bin mir aber nicht sicher. Doch, von 66 bis 69. War Außenminister? Mann. Bei Kiesinger, da hast du so gemacht. Ja. Da hättest du mal drücken sollen. Ach, das ist ein Fehler von Stefan. Das ist das 4:2 für Dien. Der braucht nur noch 3 Punkte Sieg. Konzentration weiter bei euch, Jungs. Nächste Behauptung heißt folgendermaßen. Ich bin ein Fluss, der länger als 2000 Kilometer ist. Wer lügt? Jakuschin. Norilsk. Baranski. Wolga. Kongo. Ganges. Nil. Niger. Thank you.
Amazonas. Oder Yangtze. Oh, das ist echt mehr. So, mehr habe ich nicht. Ja. Die ersten haben nichts gesagt. Also nicht. Jakuschin ist ein ukrainischer Eishockeyspieler. Ja. Norilsk ist eine Stadt in Sibirien. Und Baranski heißt eigentlich Christine mit Vornamen und ist amerikanische Schauspielerin. Okay, ja, dann machen wir weiter. Es gibt noch einiges. Hier ist die nächste Behauptung. 4-2 immer noch der Spielstand für Dien. Von mir gibt es schon über 1000 Folgen. Wer lügt? Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Sturm der Liebe. Alles, was zählt. Das ist noch nicht sehr lange drauf, meine ich. Wenn es da 1000 Folgen von gibt, dann müssen die jeden Tag 5 Stück ausstrahlen. Hast du eine davon gesehen? Keine einzige, aber ich meine, dass es das noch nicht so lange gibt. Doch. Über 1000 Folgen. Ein Fehler von Stefan, der 5. Mann. Punkt für dich. Wie lange gibt es denn das schon? Das ist ja Wahnsinn. Über 1000 Folgen. Über 1000 Folgen. 5-2 für Dien, 2 Punkte noch zum Sieg für ihn. Stefan braucht noch 5 Punkte. Hier ist die nächste Behauptung. Ich war mal Formel-1-Weltmeister. Wer lügt? Michael Schumacher. Nigel Mansell. Juan Pablo Montoya. War noch nie Formel-1-Weltmeister. Ich kenne dich. Du kennst ihn nicht. Er wohnt in Entenhausen. Juan Pablo Montoya war noch nie Formel-1-Weltmeister, ist dein 6. Punkt. Und das sind Matchbälle, große Matchbälle jetzt für Dien. 6-2. Der nächste Fehler von Stefan ist das Ende der Sendung. Oder weiß Dien, wie gerade, was eine Lüge ist? Hier ist die nächste Behauptung für euch. Ich bin eine griechische Gottheit. Wer lügt? Poseidon. Avis. Avis? Eine Autovermietung, oder? Völlig richtig, das ist dein 7. Punkt, du hast gewonnen! Vielen Dank, Emilia! Willst du das Geld nicht? Doch, du willst es. Dien! Eine 500.000 Euro für dich! Danke, danke. Glückwunsch. Danke, Stefan. Spannend angefangen. Dann hat Dien ordentlich zwischengespurtet. Dein Koffer, eine 500.000. Hat schon wieder nicht gereicht. Toller Abend. Danke an Stefan, danke an Dien. Super Kandidat. Elton, Emilia, Buschi. Wir sehen uns wieder am 2. April mit der nächsten Schlag den Raab. Der Gewinner von unserem Auto ist unten eingeblendet. Stefan, zweimal hintereinander jetzt.
Ah, das gab's schon mal und dann kamst du wieder und hast 4-5 mal gewonnen. Manchmal läuft's halt nicht. Ja, es lief ja ganz gut am Anfang. Aber dann hat Dien erstmal ordentlich Vollgas gegeben. Klasse Show heute Abend. Dein Applaus. Dien, meine Damen und Herren, machen Sie es gut. Gute Nacht.